Also das war jetzt echt seltsam. OBS ist gecrashed und jetzt geht's. What the fuck? Also bei mir stand, whoops, OBS has crashed. Deswegen ist der Stream wieder abgeschmiert. Und jetzt geht's. Okay. Aber ich kann mich nur noch mal selbst zitieren. Ich kann nichts dagegen machen. Das ist komplett random. Bei solchen Sachen. Also dafür streame ich echt schon lange genug, um genau zu wissen, ob es an mir liegt oder am Programm oder was auch immer. Da hatte ich schon alles durch. Aber gut, dann hat sich das ja erledigt. Dann passt es. Ah, das ist jetzt der Stream zwar in 4 Teile geschnitten oder so, aber egal. Die kleinen Fetzen da, die braucht man ja nicht hochladen. Geschweige denn irgendwas davon wahrscheinlich. Mal gucken. Jetzt geht er nicht mehr 1080, kann man nicht mehr auswählen. Ach so, aber das ist wieder von Twitch abhängig, da kann ich auch wieder nichts machen. Ja, das ist alles scheiße, ich weiß. Aber da kann ich ja wirklich nichts machen. Dass gar nichts tun tatsächlich mal was bringt. Wie gesagt, ich meine, in manchen Fällen kann man ja wirklich was machen, aber in einigen Fällen halt auch nicht. Das ist wie bei Streamlabs OBS, wo ich die ganze Zeit immer diese Stream-Disconnects hatte, da konnte ich auch nichts machen. Aber was willst du machen, wenn sich einfach das Programm schließt? So wie gerade eben, das hat sich auch einfach geschlossen. Ich meine, darauf habe ich ja keinen Einfluss. Da muss man einfach durchsitzen oder halt dann aufhören, aber ja, wenn man Glück hat, klärt sich's von alleine. Ah ja, Para, was geht ab? Genau wenn ich komme, kackt der Stream ab. We back, falls du noch da bist. Naja. Ja, dann auf jeden Fall sorry, dass es geleckt hat, aber wie gesagt, manchmal passiert es halt einfach. Egal. Also die Change-Away war jetzt ein bisschen blöd. Warum ist eigentlich das Pet-Food weg gewesen? Change-Away war jetzt ein bisschen blöd vom Timing her. Aber ist eh nichts Gutes bei rausgekommen, also ihr habt nichts verpasst. Hab PC neu gestartet und jetzt lagge ich in-game nicht mehr so hart. Hat bei mir leider nichts gebracht, der Restart, aber jetzt geht's wieder. Nochmal die Frage, was passiert nach dem Wipe-Server-Down danach, oder? Yes. Der Server wird einfach gelöscht wieder. Vorher werden halt natürlich die besten Spieler ausgezeichnet und so weiter und so fort. Da kriegt man die Belohnungen noch. Ah, ich habe nicht nachgeschaut auf Facebook, ob sie was gepostet haben zu dem Hunter-Event. Damn. Das habe ich tatsächlich vergessen. Das wollte ich gestern noch nachschauen. Hat das jemand von euch nachgeschaut? Oder weiß es jemand? War jemand auf der Facebook-Seite, hat sich die Posts der letzten Tage angeschaut? Also von PlayParkFly? Kam da was? Aber ich kann auch einfach gleich nebenbei nachgucken. Bin da, was habe ich verpasst? Nothing. Welches Level bist du eigentlich? 120 gerade geworden. Wir bleiben aber noch kurz hier, weil ich muss noch meine Schulden zurückzahlen. Lol. Okay, meine Helm hatte übel den Lag. Ich dachte schon, es schmiert wieder ab. Hätte ja sein können. Oha, also Mattes? Und bei mir laggt es auch ganz schön, aber nur bei MM, komischerweise. Ja. Weird. Ah ja, aber vorhin ist tatsächlich, ich war vorhin auf Lord Peng online. Um 17 Uhr war Server down. Lord Peng war Server down. Komplett. Also die Ingame-Lags, die könnten auch an Playpark tatsächlich liegen. Und das ist 4 Stunden her, da war kompletter Server down. Ich weiß nicht, ob auf Meteor auch down war, wahrscheinlich nicht. Oder keine Ahnung, aber Lord Peng war down. Hatten alle Disconnects und alle Shops waren danach weg. Auf Channel 1. Level up verpasst, welches Level jetzt? 120. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch die Schulden fertig. 300 Mio brauchen wir und dann können wir Master machen. Sollte sich eh genau ausgehen mit dem 99-99, wenn es gut läuft. Das erste Mal, dass ein OBS-Crash mein Problem behoben hat. True. Das ist, glaube ich, echt das erste Mal. Das war ja auch komplett random, dass es plötzlich so hart laggt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was ist das für ein Server? Meteonica. Ausrufezeichen Server, mach einfach. Achso, nevermind. Der Bot funktioniert wahrscheinlich auch mal wieder nicht. Jupp, funktioniert nicht, war ja klar. PlayParkFly Meteonica Server. Falls es dir nicht sagt, ist ein Speed Server. Von einer anderen Fly-Version. Beziehungsweise einem anderen Fly-Publisher.
gibt für die meisten Tramno-Kills auf Meteor 5 Gotcha-Boxen. Das wäre von der Euro-Value her gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Nicht nur Lord Peng, Meteor war auch down? Ah, okay. Ja gut, also Ingame-Lags können entsprechend halt auch von den Servern stammen. Weil, ja, das ist noch nicht so lange her und es war auf jeden Fall serverseitig der Disconnect. Haben nur ein Meme gepostet auf Facebook. Das muss ich mir nochmal anschauen. Schulden bei wem? Spanky. Der hat mir vorgestern Geld geliehen und gestern wollte ich es ihm zurückzahlen. Also ich hatte das Geld auch, aber er war nicht da. Und dann war ich halt gerade am Stream beenden und wollte halt aber noch mein Geld ausgeben, weil die Preise können sich ja über 24 Stunden nochmal hart verändern. Und als ich dann alles ausgegeben hatte, bis auf 70 Mio, ist er dann gekommen. Also legit 5 Minuten, bevor ich den Stream ausgemacht habe. Das war schlechtes Timing. Aber ich habe über Nacht, beziehungsweise jetzt, während ich offline war, im Auktionshaus ein paar Items verkauft und jetzt kann ich ihn gleich auszahlen. Er ist zwar, glaube ich, schon wieder nicht da, aber egal. Wie viele Spieler gibt es auf dem Offi? Auf welchem Offi? Es gibt mehrere. Also es gibt Deutsch, Französisch, EU, NA, Southeast Asia, Korea, Taiwan, China. Kannst du es nicht per Mail schicken? Doch, mache ich auch. Ich wollte nur damit andeuten, dass er wieder nicht da ist, aber diesmal schicke ich es ihm per Mail. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Also ich war mir jetzt sicher, dass er gestern nicht mehr kommt, weil es war 0.11 Uhr. Also ich meine, da ist ja wirklich ziemlich unwahrscheinlich, dass noch jemand kommt. Und dann kam er halt wirklich um 0.11 Uhr. Das war quite unlucky. Also mir fehlen noch 62 Mio, also auf dem Blade. Und hier habe ich 34 Mio, also noch 28 Mio. Also haben wir gleich. Aber jetzt laggt's ingame echt ganz schön, ey. Unangenehm. Sehr unangenehm. DEEN würde mich interessieren. Tja, kann ich dir leider nicht sagen, weil es gibt keine offiziellen Zahlen dazu. Das ist ein Betriebsgeheimnis von Websyn. Aber ich würde sagen, auf dem deutschen spielen locker noch 1000 verschiedene täglich. Und auf dem englischen auch. Also so 2000, an den aktivsten Tagen der Woche sind es bestimmt 2000 unterschiedliche Leute, die auf dem Offi spielen. EN, DE. Erstmal bis halb eins den Stream geschaut und dann konnte ich nicht pennen und wollte schon um zwei wieder auf Arbeit gehen. Lol. Also liegt das gar nicht an meinem Internet? Nee. Also ich hab's auch. Und wie gesagt, mein Internet ist... Also ich habe keine Internetprobleme heute gehabt. Also ich habe vorhin auch auf Lord Peng kurz gespielt und da hatte ich auch keine Probleme. Das hat jetzt gerade erst angefangen. Lustigerweise aber erst nachdem der Stream jetzt wieder funktioniert, davor hatte ich es auch nicht. Komisch. Aber es ist nicht schlimm, es ist nur ab und zu mal so eine kleine Zeitverzögerung. Wo man denkt, dass man Disconnect hat, dann hat man doch gern. Ah. Mal wieder das Pad vergessen, RIP. Oder? Doch, ja. Hatte gerade meinen ersten Client-Crash auf Playpark. Damn. Hatte sogar schon geduscht, nur um dann zu merken, dass ich noch 4 Stunden pennen kann. LMAO. Das ist mir noch nie passiert. Konntest du denn überhaupt noch schlafen? Weil nach dem Duschen ist man ja eigentlich wach, oder? Aber gut, zu der Uhrzeit vielleicht auch wieder nicht. Ich hatte bis zum letzten Exe-Crash auch keine Lags gehabt. Wann war dein letzter Exe-Crash? Hier jetzt zum Beispiel, genau. Wow, schaut euch das an, das war eine heftige Zeitverzögerung. Vor 2 Minuten. Naja, genau. Ich bin mir jetzt auch jetzt gerade erst angefangen. Vor ein paar Minuten. Richtig komisch. Davor war es nicht so. Könnt ihr schlecht beurteilen, wenn ihr nichts gesehen habt durch die Standbilder. Aber gerade eben war das noch nicht. Bei mir vor 20 oder so. Tja, vielleicht geht der Server ja nochmal down. Ist er ja vorhin, wie gesagt, schon mal. Könnte ich mir fast vorstellen. Wäre nicht so cool. Ich konnte dann noch bis 5 pennen und hab dann Madden gespielt bis zur Arbeit. Das ist weird. Muss man die Flasken in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren?
Nein, die Flasks kannst du alle drei einfach so aktivieren, in einer random Reihenfolge. Du musst nur aufpassen mit den Buff-Karten, also Jack, Queen und so weiter und so fort. Weil da kannst du nur eine aktivieren und du musst die vor den Buff-Karten aktivieren, oder? Ah, ja genau, ich habe es falsch gemacht. Also die Buff-Karten blockieren die Flasks teilweise. Je nach Effekt halt. Ich habe es jetzt zum Beispiel wieder falsch gemacht. Also ich kann jetzt die eine Flask nicht aktivieren, weil eine Ace-Card läuft. Puh. Lag City. Schon wieder Ruddy Gauntlet gedroppt. Ich verkaufe sie extra beim NPC und das Spiel gibt mir trotzdem nochmal neue. Das Spiel versteht nicht, dass ich die nicht will. Also eigentlich will ich sie wirklich nicht. Aber naja. Erwecken kann man sie mal. Wieso aktivierst du eigentlich Ass und nicht King? Das war ein Missklick. Ich habe noch nie Ass aktiviert bis jetzt. So was ist heute das erste Mal. Glaube ich zumindest. Aber bisher habe ich immer nur HP aktiviert und seit gestern, wo ich keinen Dramlock mehr mache, nur noch die Damage-Karte. Also ich meine, die bringt ja auch Damage, aber halt weniger. Den falschen Damage. Übrigens, wenn jemand eine Blaine Suit braucht mit drei Socken, ne? Auktionshaus. Und 21% ADK natürlich. So. Xatis, willkommen zurück. Hast du eine neue Blaine Suit? Ja, sie bringt 9 Crit Damage und keine Sockel. Ja, aber ich wollte die alte verkaufen und mir davon einfach neue G-Products kaufen, aber irgendwie kauft die keiner. Ich dachte, die ist gar nicht mal so teuer eigentlich. YY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 
Oh mein Gott, ey. Zeitverzögerung des Todes beim Verkaufen ist nicht lustig. So. Deswegen ist mein Knight in der Gilde. Hä, war der nicht schon vorher in der Gilde? Wenn nicht, dann... Dann bin ich auch lost, keine Ahnung. Wer behält da schon den Überblick? Wer wann in die Gilde joint? Was hat die Blaine Suit denn, was, dass die 500, 495 Mio kosten soll? Drei Sockel mit Lightning Card 7% Karten. Lightning Card 7% Card, genau. Also wenn man bedenkt, dass Cleaner Suits für über 100 Mio teilweise verkauft wurden, ist das gar nicht mal so teuer eigentlich. Gut ist es nicht, ich weiß, aber ich habe die Gebühr schon gezahlt, ich will sie nicht wieder rausholen. Oh je, der Verdachtsfall von dem Typen. Eishockey-Saison wurde abgesagt, LMAO 2 Wochen Free Urlaub, yes. Du spielst Eishockey? Okay. Interessant, wusste ich nicht. Ja, du hast meinen Knight eingeladen, meine M stand nebendran und du hast den einfach nicht eingeladen. Das hört sich gar nicht nach mir an. Das hört sich wirklich nicht nach mir an. Seltsam. Das ist wirklich seltsam. So wie du denken, hat glaube ich viele, die kaufen sich lieber Blaine Suit und der Wayne die und machen die Socke dann rein, deswegen bist du die glaube ich schwer los. Ja, das war auch komplett bescheuert. Aber ich bin halt fest davon ausgegangen, wie es ja meistens so ist. Es ist ja wirklich meistens so, dass man einfach nie was Gutes erweckt. Und die Blaine Suits sind halt einfach zu teuer, um sich davon 50 Stück zu kaufen. Ich meine, mal hier und da 2, 3 Stück kann man sich ja mal kaufen. Und wenn man Glück hat, droppt man mal eine. Aber meistens erweckt man ja wirklich nur kompletten Müll, eben vor allem auf Suits. Und dann habe ich halt einmal, das habe ich ja glaube ich noch nie gemacht, was Cleanes gesockelt. Und ach, genau dann erwecke ich eine Suit und die hat direkt 9 Crit Damage. 9 Crit Damage ist ja auch nicht gut, aber ich meine, besser als 0. Wie gesagt, man könnte sie noch Risiko erwecken, aber wenn die dann schlecht ist, das wäre schon ganz schön mies. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Aber 100 Mio günstiger, dann wäre sie eigentlich schon eher ein Schnapper. Weil 3 Sockel kriegt man jetzt auch nicht so einfach. Also man lackt halt rein, wie gefühlt 90% des Chats hier. Bist du wahnsinnig? Wir sponsern den Verein von uns. Unserer Stadt. Aber was hat das mit dir zu tun? Oder musst du da was arbeiten für? Droppt man keine Cancels? Doch, wahrscheinlich schon, aber ich habe noch nie eins gedroppt, glaube ich. Und ich bin Level 120. Warum habe ich die rote Flask nicht drin? Weil ich die Ace-Card vorher aktiviert habe und danach meine Flask ausgelaufen ist und ich die jetzt erst aktivieren kann, wenn die Ace-Card weg ist. Holy moly, leckt das jetzt wegen den Party-Skills oder war das? Ne, ist okay, es waren Party-Skills. CS-Items, gimme, gimme. Awakening Augmentation, come on. Was habt ihr so? Wer von euch hat denn schon Awakening Augmentation gedroppt? Und wenn ja, wo? Weil Tower B5, also ich habe 2 Stück gedroppt. Oder 3 habe ich, glaube ich, gedroppt, aber 2 waren auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, wo die dritte war. Ja, bei welchen Mobs macht es? Meine waren beide B5 und die dritte weiß ich nicht mehr. Also gestern war ja eine und heute war eine. Lord Blessing of Goddess, was zum Teufel geht mit den CS-Drops ab? Let's go. Oh Mist, hoffentlich liegt da nicht noch was. Uff. Blessing of Goddess können wir direkt aktivieren. Ups, oder auch nicht. Come on. STA plus 1. Immerhin. Vorhin versucht auf Ike ein Schild zu sockeln. 10 G-Bro. Warte mal, wie viel Socke ich geschafft habe. Wahrscheinlich 5. Es sollte statistisch unmöglich sein, aber wahrscheinlich hast du einfach 5 geschafft. Dann hätte ich gar keine großen Sorgen um die AP machen brauchen vor wenigen Tagen. Mit der Karte meinst du, oder was? Ja, wahrscheinlich.
Der Typ, der infiziert ist, war heute bei uns auf der Arbeit und hat überall seine Keime versprüht. Kann sein, dass wir zumachen müssen. Hä, warum war der bei euch auf der Arbeit, wenn der confirmed Coronavirus hat? Ich dachte, da wird man in Quarantäne gesperrt und so lange verdroschen, bis man kein Coronavirus mehr hat. Kappa Klaus Nikolaus. Na, Entschuldigung, ist nicht lustig. Hebt doch das Eck auf, Mann. What the hell? Oh! Mensch, müssen wir einen Hippogriff wegschmeißen. Ja, Mathis, bei mir leckt es auch ganz schön, muss ich sagen. Aber es geht noch. Ist noch spielbar. Aber wenn es weitergeht, Spaß macht es dann irgendwann nicht mehr. Kannst du mal bitte kurz dein Level durchgeben? Bin gerade erst gekommen. 120. Ziehst du deine AM auch direkt Master? Nein, der ist erst 107. Das dauert mir zu lang. Das können wir ja theoretisch nochmal mit einem Zweitschalern machen. Wäre zwar, glaube ich, auch nicht unbedingt so geil, aber who cares? Wobei ich ja gesagt habe, eventuell probiere ich auf dem Server noch Arcanist aus, weil ich habe noch nie Arcanist gespielt. Und hier der Server würde ja eine ganz gute Gelegenheit dazu bieten, um es einfach mal zu testen. Weil bevor ich in Yggdrasil, keine Ahnung, 2 Billionen in ein Arcanist-Equipment stecke, wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man sich das vorher mal anschaut, wie das überhaupt so ist, die Klasse. Bevor man feststellt, dass man sie überhaupt nicht mag und das ist der größte Bullshit ist, den man jemals gespielt hat, sollte man es wahrscheinlich vorher mal testen, wenn es schon mal so eine Gelegenheit gibt. Aber dafür haben wir auch noch 3 Monate Zeit. Weiß nicht, aber genau war nicht B5, war auf einmal im Invi, man kennt es doch. Da hast du recht. Na gut, aber gut, ich habe meine auch im Tower gedroppt. Dann passt schon. Einfach im Tower bleiben, ich kann ihn irgendwo anders hin. So, Entschuldigung. Ein Sockel hast du geschafft mit 10 G-Bros, okay. Das ist ungefähr mein Luck, normalerweise. Der ist erst jetzt confirmed, war nur ein Verdacht und der wurde jetzt bestätigt. Achso, okay. Hatte heute bei einem Mond 7 schon... Achso, bei einem Mob, lol. Pets, Cloaks, 8 Cloaks und 11 CS-Sets. Damn. Ja, das sind diese Cluster-Spawns, von denen man schon so viel gehört hat. Ich habe aber leider noch nie einen gesehen. Beziehungsweise selber einen gehabt. Deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Ich zocke jetzt LOL. Live geht gar nicht. League of Legends ist... Hast doch schon einen Elle auf Ig Level 80 oder 90? Ob du es glaubst oder nicht, Mathis, aber ich glaube, auf dem Server geht es ein bisschen schneller auf 130 zu leveln als auf Yggdrasil. Abgesehen davon, das ist mein ohne alles Elementor, den kann ich jetzt nicht einfach so hochziehen. Und außerdem hat er auch kein Equipment, zumindest kein gutes. Hab eine Frage, könnt ihr bei Playback auch nur 500.000 oder 2.000 von den PR... Oh. Kann ich nicht mitreden, ich habe noch nicht aufgeladen. Sorry. Weiß ich leider nicht. Sagt er G-Bros oder hört sich das nur so an? G-Bros, sage ich. Aber ja, ich betone das P nicht besonders. G-Pros, müsste man wahrscheinlich eigentlich sagen. G-Pros, sage ich. Hört sich schon ein bisschen wie Bros an. Wird auch Pinata Drop genannt, okay. Ich geht locker schneller, ganz sicher nicht. Von Leuten, habe ich gehört von Leuten, die cashen, ja moin. Na gut. Also Schulden sind auf jeden Fall beglichen, zumindest wenn wir ihm das Geld auch schicken. Aber theoretisch, also das Geld dafür haben wir. Und die Changeaway brauchen wir uns jetzt auch nicht mal direkt kaufen, weil die 13 Crit Damage sind ja auch schon weg. Also wenn du die G-Pros später noch hast, dann würde ich mir die kaufen, wahrscheinlich. Das ist erst 21.18 Uhr, da können wir ja nochmal 300 Mio farmen. Aber, ja, brauche ich jetzt halt erstmal noch ein bisschen für. Falls du dann noch da bist, würde ich darauf wahrscheinlich nochmal zurückkommen. Auf das Angebot. In Payern vertauschen die das P öfter mal mit dem B. Deswegen bestellen die immer Bommes zu ihren Pörgern. Wow, Mann, das war ja tatsächlich mal ein halbwegs lustiger Joke von dir. Damn, ich bin beeindruckt. Hätte richtig Bock auf einen Burger jetzt? Damn, ich auch, ja. True. Dabei hatte ich erst am Wochenende Burger King. Sogar erst am Sonntag, das ist nicht mal 2 Tage her. Also, noch nicht 48 Stunden, meine ich.
RIP. Achso, wobei doch, mittlerweile ist es 48 Stunden her. Aber noch nicht sehr viel mehr. Hatte vor 45 Minuten einen Burger. Oh, okay. Hast mich besiegt. Oh, Pet ist fertig, okay. Oh Mann, Dragon. Oh boy, Dragon. Achso, wobei, nein, never mind, machen wir keinen Dragon. Machen wir hier dieses 1-3-1-3-3-3 Pet fertig. Vielleicht wird es ja nochmal 3. Dann ist es 1-3-3-3-3. Wäre auch ganz schön lustig. Andererseits, wenn wir gleich zum Master Dungeon fliegen, und damit meine ich natürlich den Hero Dungeon, wobei Master ist es auch, nevermind. Volcano Dungeon meinte ich eigentlich, müssen wir es so oder so einpacken. Hast du jetzt noch andere Boots oder wie hast du das gemacht? Ich hab lustigerweise eine Changeway gedroppt innerhalb der ersten 5 Minuten, die ich hier war. Damit hat sich das Problem erledigt. Es war zwar nochmal 2x minus 13 Crit Damage da, aber das ist zum Glück rübergerollt. Und auf minus 400 FP gelandet. Also jetzt sind sie wieder so wie gestern, als ich sie gekauft hatte. Also ungefähr, keine Ahnung, was vorher der alte Slot war. Ich glaube irgendwas mit minus MP, aber ist ja egal. Ist ja das gleiche. Woher kommst du eigentlich aus Bayern, komm aus Augsburg? Tja, wer weiß, wer weiß. Oh, jetzt kommt noch XP-Event. Tja, Mathis, irgendwie liegt es wohl doch an deinem Internet, zumindest zum Teil. Wäre ein richtiger Kracher, wenn es 1-3-3-3-3 geht. Hell yeah. Na, ich hoffe wirklich nicht, aber wenn es jetzt 9 gehen würde, wäre es jetzt auch nicht so geil. Also wäre natürlich schon geil, aber es würde eh nicht passieren und wäre schon ein bisschen ärgerlich. Aber ja. Lachstyle hat wieder zugeschlagen. Bei dem Drop schon, es hätte schon plus Crit Damage werden können, aber ich bin jetzt mal nicht so, passt schon. Oh Leute, ich bin gar nicht mehr gebufft, what the fuck. Uff. Also bei meinem AM lag es halt noch 10-mal schlimmer, die hat so kranke Zeitverzögerungen. Also ich bin froh, dass es nicht auf dem Account hier ist. Was zwar überhaupt keinen Sinn ergibt, weil wenn, dann müsste es ja gleich sein, gleich schlecht. Aber ja, gut ist es auf jeden Fall nicht. War ja eigentlich schon abzusehen, dass es an mir liegt. Naja, zum Teil auf jeden Fall. Eins, drei, 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 sieben wird kommen. Das wäre auch geil. Mitchell, danke für deine Loots. Das wäre eh das beste Pet, was ich bisher habe, weil was ist denn das Beste überhaupt? Der Lion, den machen wir jetzt gleich S-Klasse. Der ist 1352 und jetzt schauen wir dann mal. Aber wenn es 13337 oder so gehen würde, wäre es das Beste, ja. Vor allem, weil es ja auch ein Ding-Pad ist, ein STR-Pad. Was ja für Blade besser ist, zumindest theoretisch. Oh Mist, und danke fürs Loots, oder habe ich gesagt? Habe ich es gesagt? Egal, ich weiß nicht mehr. Danke auf jeden Fall fürs Loots. So, machen wir danach, glaube ich, noch eine Inventarleerung und dann passt das. Dann haben wir noch ein kleines bisschen Geld. Können wir gucken, ob wieder Blaine-Teile drin sind. Also einen Helm bräuchte ich noch. Suit und Boots, sage ich mal, da ist jetzt Crit-Damage drauf. Das lassen wir jetzt mal so. Und Gowns, ja gut, da müsste man theoretisch schon nochmal reinbuttern, aber in Gowns will man jetzt auch nicht so viel Geld investieren. Also zumindest ich nicht. So. Man läuft die Ace-Card eigentlich ab in 12 Minuten, okay. Was ist mit dem 19. CD-Unicorn? Oh ja, gut, das ist gut erweckt, aber das ist 1, 3, 2, 2, 2. Das ist noch schlechter gelevelt. Also es ist heftig erweckt, aber es, ich meinte jetzt von dem Leveln her das beste Pet. Von der Erweckung her ist natürlich das Unicorn das Beste, da hast du recht. Bin gleich 60, hab gar keinen Bock auf Job Change. Glaube ich dir. Job Change ist mittlerweile eine der ätzendsten Sachen, obwohl sie so einfach ist. Aber es ist einfach so unnötig geworden.
Weil es eben so einfach ist. Kauft doch ein Mistake für das Unicorn. Also eins von denen, die die letzten zwei Stellen ändern. Lohnt sich vielleicht für die 20 Mio. Ich weiß nicht. Also könnten wir schon machen, aber da wird halt safe nichts Gutes bei rauskommen. Und mal gucken, kostet das safe 20 Mio, weißt du das? Oder ist das nur eine Vermutung? Ich habe keine Ahnung, was das Zeug kostet. Ich weiß nur, dass Blessing of Pet Tamer 20, glaube ich, gekostet hat gestern. Und ich habe gestern eins gedroppt, ne? Ein Blessing. Chris, wenn du eine günstige Luzagas Ex 200 Mio oder darunter findest bei deiner Shopping-Tour, kannst du sie dann für mich rauskaufen. Ich gebe dir dann das Geld. Ich fürchte, ich werde keine 200 Mio haben, aber theoretisch, wenn ich eine finde, die ich mir leisten kann, dann mache ich das. Aber ich glaube, ich gehe gar nicht auf Channel 1. Ich glaube, ich mache erstmal Master und dann leveln wir wahrscheinlich erstmal direkt weiter. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass der Server heute nochmal abstürzt. Wäre gut, wenn wir vorher noch ein bisschen was erreichen. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen, sage ich jetzt schon. Weil ich am Donnerstag einen Test habe. Also einen Test auf Coronavirus, Kappa. Nein, einen Test in der Schule natürlich. Eigentlich ist es halt echt krass. Also eigentlich sollte man ja wirklich keine Witze drüber machen, ne? Aber es ist halt heftig, sogar unsere Lehrer machen Witze und die sind ja halt teilweise 50 oder so. Also es ist halt richtig weird, richtig unangenehm. Aber leider auch lustig, muss man leider zugeben. Leider auch lustig. Aber gut, was soll man sonst machen als drüber lachen? Ich meine, den ganzen Tag in der Ecke heulen und sitzen und weinen ist ja auch keine Lösung. Und solange man sich nicht über Leute lustig macht, sondern nur über das Thema allgemein, das ist ja noch mal was anderes. Würde sich ja niemals jemanden über jemanden lustig machen, der es hat. Also das wären 20 gut investierte Mio. Mal gucken, was es kostet. Ihr könnt ja gleich gucken. Hab voll vergessen, dass Autojagd immer noch im Hintergrund bei Medin läuft. Erstmal drei Level-Ups. Das Spiel ist ein Joke. In meiner Firma ist Corona-Verdacht. Bald zu der Laden. Ja, mein Bruder hat mir erzählt, bei uns müssen jetzt alle Laptops mit nach Hause nehmen, falls wir zumachen, dass die von daheim arbeiten können. Das Nice ist, ich habe keinen Laptop, also ich kann da nicht mehr arbeiten. Aber ich arbeite nur einen Tag die Woche, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Aber wenn es blöd läuft, kriege ich auch noch einen Laptop, das wäre nicht so geil. Aber es geht eigentlich gar nicht bei der Arbeit, die ich mache. Es geht nur von der Arbeit aus. Game Teddy, what's poppin'? Hast du deine Login-Event-Belohnung schon bekommen? Von hier heute, oder was? Ich glaube schon, gerade eben, oder? You received a Playtime Reward, ja. Gerade eben. Anscheinend. Ich bring dir eins vorbei auf meinen Nacken, aber sofort probieren. Aber du musst nicht vorbeikommen, ich bin bei 99,99. Ich gehe jetzt eh raus. Und Inventar ist auch voll. Ich bin fertig. Aber es ist deine Entscheidung. Ich sag mal so, ich sag nicht nein. Chris, erstmal Flyshops auf dem Arbeitslaptop machen im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich. Warum ist die CPU bei 100%? Ich habe 6 Flyfaxen offen. Er ist Erotikmodel. Musst du es jedem erzählen, den du triffst? Nicht cool. Achso, Leute, ich brauche noch das Geld. Moment. Ah, muss noch kurz das Inventar leeren. Ja, schon wieder 100 Mio verdient, trotz Steuern, ey. Let's go. $106 Mio, um genau zu sein. Flares Post, bist du auf Channel 2? Was kostet das denn? Ich gebe mal nur Pet ein einfach. Ich wollte schon sagen 100 Mio, aber das waren die teuersten. Was zum Teufel, wieso steht sowas jemand rein? Oh, Cancelaways. Oh, wow, die kosten echt 25. Okay, gut geschätzt oder du hast nachgeschaut?
droppt 10 Mal und eine kackt G-Waffe beim Geek und die ist auch noch crap. Ja, das. Also ich habe Dramnok, habe ich 4 Waffen gedroppt und die waren alle schlecht. Also. Wir haben eine Sache verkauft. Ach, falsch, Mann. Ich will die Blaine Suit verkaufen, Bro. Was ist das denn? Das ist sogar negativ erweckt. Das kann man nicht mal verkaufen. Aber keine Sorge, wo diese Blaine-Teile herkommen, da habe ich noch viel mehr. Warum habe ich die aufgehoben? Die haben Speed minus 6. Hä? Das ist random. Weg mit dem Unfug. So. Uff. Na, vielleicht hätte ich mir nicht alles Geld, was ich habe, geben sollen. Jetzt komme ich nicht mehr in den Tower rein mit der alten. Das war nicht die beste Entscheidung. Uff, die Zeitverzögerung ist so heftig bei der. Ist crazy. Funktioniert das mit dem Gildenhaus immer noch nicht? Nee, ich glaube, man müsste ein neues Gildenhaus machen. Aber jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich zugeben. Hab nicht mehr Fly Flulver geschätzt. Ich wusste es. G-Waffen, holy, wie hast du den durchgezogen, Cardi? Holy sh. Mit den ganzen Power-Ups, schätze ich mal. Soll ich eigentlich ab Masterful STA gehen? Warum solltest du? Danke dir. Ich glaube, ich habe schon mal so ein Ding benutzt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da muss man gar nichts machen, oder? Genau. Selecting Miracle will redistribute Attribute Points of the current and previous levels randomly. Schlechter kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden, aber das hat jeder schon in der Geschichte gedacht und es ist immer schlechter geworden. 1-1, 1-1, 1-1. Appreciated, my man. Gecallt mit Ansage, mit Ansage. Also wirklich, schlechter ging es ja eigentlich fast gar nicht, aber es ist schlechter geworden. Uff. Also ich schicke jetzt erstmal Spanky sein Geld. Oh, never mind. Kauf noch eins? Ich habe überhaupt keins gekauft. Danke an Bubu. Das hört sich seltsam an, wenn man das laut ausspricht, aber danke dir. Okay, also jetzt kann es wirklich nicht mehr schlechter werden. Aber es kann genauso schlecht bleiben. Oh, na, meint man sie. Aber man wird ja eh voll gespoilert, lol. 2-4? Ja. Lol. Das habe ich gar nicht gemerkt vorher. Man wird ja eh voll gespoilert. Du siehst die HP, beziehungsweise du siehst die Werte. Und wenn du es aufklappst, siehst du safe auch die Level. Die Animation ist voll für die Cuts. Aber danke dir, es ist auf jeden Fall besser als vorher. Es gibt 400 HP mehr. Passt schon. Also check ich Spanky sein Geld. Also hier, ihr seht's auch alle, ne? Schulden. Bitte ruf deine Knochenbrecher zurück. Der Rückspiegel war nicht günstig. Die sollen aufhören, mein Auto zu beschädigen. Danke, Bro. Okay. So. Ich hoffe, er vergisst nicht, das Geld rauszuholen. Das wäre ganz schön bitter. So, und wir sind wieder arm. Sehr gut. Alright. Was ist das hier? Ach so, deswegen Login Reward oder was? Wegen dem S-Project? Oder warum hast du mich das gefragt? Dann kann ich Dungeon Tank sein. Ach so. Oh ja, wenn du willst, kannst du das machen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich meine M dann einfach Full STA mache, weil anders wird es mit dem Tanken schwierig. Aber so geht's natürlich auch. Wieder mal Trasher weg. Danke, Mattis. Wartet mal. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht hätte ich sogar eins gehabt, ich weiß es gar nicht. Also ein Blessing habe ich gestern gedroppt, aber ich glaube ein Miracle nicht. Also ein Blessing haben wir safe. Genau. Ne, ein Miracle hätte ich nicht gehabt. Nur ein Blessing. Na gut, aber 54 Mio, also wir sind wieder abgebrannt des Todes.
Wir können mal die G-Project hier benutzen und habe ich noch welche auf der Bank? Weil dann können wir zumindest mal einen Sockel machen. Oder wer war denn das nochmal mit den G-Projects? Bist du noch da? Vielleicht kaufe ich dir genau 3 Stück ab, weil das wären ja genau 54 Mio. Und die kann man ja, glaube ich, sogar per Post verschicken. Auf dem Server kann man, glaube ich, alles per Post verschicken, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist echt so. Also wenn du sie mir schickst, ich schicke dir gleich das Geld. Wäre nice, dann schaffe ich vielleicht 2 Sockel drauf. Dann können wir wieder 14% ADK machen. Genau, das Pet wollte ich leveln. Oder nein, Moment, das wollte ich nicht leveln. Ist das das Richtige? Doch, das ist das Richtige. Hast du Master Questies? Ja, habe ich. Die habe ich mir auch aufgehoben. Zumindest hoffe ich das. Ja, habe ich. So. Die sind im Auktionshaus. Hast du die einzelnen drin oder sind so 10er Stacks? Mal gucken. Uff. Okay. Na ja, gut, ich komme später nochmal auf das Angebot zurück. Egal. Haben wir ja schon mal 2 Stück. So, Piercing. Come on, don't leave me hanging, bro. Ich wollte schon sagen, okay, er lief mich hängen, aber passt schon. Habe ich noch eine Lightning 7 Karte oder muss ich schnell eine craften? Ich glaube, ich habe die verkauft. Aber mit 7% Karten und A-Karten kann man auf dem Server jetzt sau viel Geld verdienen. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil B-Karten droppen ja wie Sand am Meer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, die hat gar kein Geld, oh, mit der können wir es nicht machen. Hoppla. Mach doch schnell Master, dann hast du nachher noch XP-Event. Achso, ja, gleich. Wo levelt man eigentlich nach Tower? Rathesia. Also eigentlich levelt man gar nicht im Tower, nur wenn man sich kein Asria-Ticket holen kann. Also man kann schon im Tower leveln, aber es gibt jetzt auch wenig XP. Verhältnismäßig, also ich würde immer Premium-Gebiet gehen. LOL! Mit 3 Versuchen, ja, let's go. Ach egal, machen wir schnell alle Karten. Oh, ich habe keinen Platz im Inventar. Uno momento. Por favor. Uff. Give me those lightning cards, 7%. Ups. Alter, wir haben 7 Stück. Let's go. Was werden wir denn schon wieder geben hier? Du hast Amps in der Post? Ach, but why, boys? Ja, Moment, was? Soll ich einen 10er-Uptrade machen, oder was? Wie viel sind das? 2. Danke dir. Wäre nicht nötig gewesen. Kann man 10er-Uptrades machen? Hat das schon mal jemand probiert? Ich kann es leider nicht ausprobieren. Es fehlt mir genau eine. Aber egal. Na, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau. Die Karte in die Suit. 7%. Immerhin. Achso, und das S-Project benutzen wir auch gleich. Nice. Sie suit noch plus 4. Bringt uns auf jeden Fall sehr viel. Kappa Klaus Nikolaus. Dann haben wir die Master Questies. Ah ja, genau. Und dann wollte ich noch die Eggs schlüpfen. Laggt der Server? Ja. Heute laggt's. Ganz schön stark. Also, nicht so schlimm wie am ersten Tag, aber deutlich schlimmer als jeder Tag bis jetzt eigentlich. So, dann kriegt ihr das wieder zurück, genau. Bei mir leckt es gar nicht, echt. Also ich habe schon die ganze Zeit so Zeitverzögerungen, so Portbugs, ziemlich nervig. Also es fällt auf jeden Fall auf. Also sonst hat man immer so ein bisschen vielleicht, aber heute merkt man schon ganz schön.
cannot. Achso. Come on. Zack, 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 zack. Schneller, 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 schneller. Unicorn, schon wieder. Wenn jemand Pets braucht, ne, sagt Bescheid, ich habe 2 Rabbits abzugeben. Also ich brauche die eigentlich alle nicht. Ich will eigentlich nur noch Löwen und Tiger aufheben. Ups. Zu viel von dem Unrat. Ich lese gleich wieder Chat, ich mache das jetzt noch schnell. Damit wir losfliegen können. Oh, ich glaube, das reicht eh nicht, oder? Die Tower-Questies geben so abnormal wenig Petfood, das ist halt krank. Wenn du das mit Asria vergleichst, da liegen halt Welten dazwischen. Das ist echt abartig. Es reicht halt echt nicht, das ist so ein Scam. Naja. Egal, wir brauchen die Pets ja eh nicht. Wobei ich tatsächlich schon länger keinen Lion und Tiger mehr bekommen habe. Rabbit! Okay. Ich fliege jetzt trotzdem los, also wenn jemand Pets braucht, meldet euch dann später nochmal. Das Fliegen dauert einfach so lange. Aber will er ein Unicorn nehmen? Never mind, never mind. Achso, nein, Moment, du bist gar nicht hier, ne? Wirst du nochmal Mino, oder? G-Pro. Ups. Minato. Okay, fast. Nah dran. Sorry. Minato. Viel Spaß damit. Kriegst noch 1-1-1. Ich hoffe, dein Name wird so geschrieben. So, dann kriegt Mattes die Rabbits, weil sonst hat keiner was gesagt, oder? Genau, passt. Alright, dann habe ich wieder ein bisschen Platz frei. So ein Hippogriff kann man dann auch mal wegschmeißen. So, jetzt let's go. Ah, Mist, ich muss mich noch buffen. Das schafft die nicht mehr rechtzeitig, ja. Lul, warum hat der Vampire Bow und Wagi Sachen an? Cruiser ist doch nichts wert. Wer? Hä? Oh lol. Alter, die Zeitverzögerung, ne? Der Wedding Ring ist schon die ganze Zeit fertig gecastet. Aber sie steht einfach immer noch auf der Brücke. So krass. Einfach so krass. Und was ist schon dabei? Reggie 420, ich hoffe, dass man so ausspricht. Danke für den Sub und danke für deinen Follow noch von vorher. Und Patty auch, danke für deinen Follow. Und HQ Neko, weiß ich nicht, ob ich da was gesagt habe, danke auch für deinen Follow. Aber ja, danke für deinen Sub. Appreciated. Geht der Level 14? War die das nicht schon? Ne, wir hatten 14 Mitglieder, never mind. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so klug ist. Vielleicht sollten wir echt nochmal eine neue Gilde machen und gucken, ob es da geht. Ah, da könnte man dann theoretisch auch einfach nur die 2 Chars einladen, die ganze Zeit Sachen verkaufen. Also wenn's geht, kannst du einer von euch vielleicht mal probieren, dass 2 Leute von euch eine Gilde gründen, kostet 3 Mio. Und dann, wenn jemand 100 Mio hat, dass ihr probiert, ein Gildenhaus zu kaufen. Also ich gebe euch auch das Geld, wenn es funktioniert. Im Gegenzug gebt ihr mir Lied, aber. Aber ja, also kann das irgendjemand von euch probieren? Vielleicht 2 Leute, die noch nicht in der Gilde sind? Weil mich würde das echt interessieren, warum manche Leute sich ein Gildenhaus kaufen können und ich nicht. Das ist irgendwie schon ein bisschen unfair. Weil da verliert man ja echt ordentlich Geld durch die Steuern. Also das sind ja pro Tag ein paar hundert Mio, die man da nicht bekommt. Deswegen, das ist schon heftig. Lol. Hätte ja klappen können. Nenn die Gilde Gotias Angels und kauf dir was aus dem CS. Nenn du die Gelde, Gotias Angels, und ich kauf dir was aus dem CS. kann ich machen, aber ich kann keine mehr gründen, weil ich bin schon in einer. Und ich habe nur die beiden Charaktere und die sind beide schon in der Gilde. Aber vielleicht hat da irgendjemand von euch noch keine Gilde. Und braucht auch eine zum steuerfreien Verkaufen.
Wäre auf jeden Fall nice. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber mich würde es nur interessieren, ob es halt geht oder nicht. Also ob es halt wirklich ein Bug ist oder ob es bei... Also na gut, okay, es ergibt keinen Sinn, weil bei manchen Leuten geht es ja. Also es muss ja irgendwie ein Bug sein. Meine M wäre noch gehenlos, wenn es jemand versuchen will. Ja, KDB hat ja auch keine GD. Ah nein, nevermind, der ist ja bei uns schon gejoint. Nevermind, der ist ja schon bei uns mit gejoint. Hat sonst noch jemand keine? Also ihr könnt ja auch drin bleiben, ist ja kein Problem. Weil das ist ja dann eh die GD zum Verkaufen, die andere ist halt nur zum Spaß. Ah Mist, wir brauchen die 12 Mitglieder dann, ne? Stimmt. Es ist einfach so nervig, ey. Das ist halt eh schon das Lächerliche, dann erfüllst du diese Bedingungen, es geht trotzdem nicht. Ja, stimmt, da bräuchten wir 12 Chars. Wobei, da könnte man tatsächlich irgendwelche random, also da könnte ich mich ausloggen, 2 Charaktere pro Account erstellen, dann wären es schon mal 4 Chars. Also da bräuchte man jetzt eigentlich nicht, also bräuchte man nicht mal mehr Leute, das würde zu dritt gehen. Also ich könnte mit 4 Level 1 an reinjoinen, das reicht ja. Das wäre gar nicht so ein großes Problem. Let's go versuchen. Ja gut, stimmt, dann nevermind Terra Nord, dann brauchen wir eigentlich gar niemanden, dann können wir es auch zu zweit erstmal probieren. Bräuchten dann nur die 12 Chars irgendwie, durch Hilfe. Aber ich meine, dass keine Mains in die Gilde dann joinen müssen. Wenn du 2 Chars ohne Gilde hast... Ach nee, du hast auch nur einen. Ja, wobei, nee, deine M kann die GD erstellen. Genau, deine M kann die GD erstellen. Und dann können wir beide noch mit Einsern in die Party joinen. Das reicht ja, ist ja egal, welches Level die sind. Genau. Das können wir machen. Also ich kann meine M ausloggen. Wenn du es auch machst, dann reicht es schon mal, um die GD zu erstellen. Und dann können wir uns auf einen unserer anderen Accounts irgendwelche Einser erstellen oder jeder mal einen. Und dann schaffen wir auch die 12 Mitglieder locker. Und dann... brauchen wir nur die 100 Mio noch. Das klingt wie so übelst die schwierige Sache, dabei ist es eigentlich richtig stupid. Ah, oh mein Gott, wir brauchen noch eine Fun-Bubble, ne? Aber gut, das sollte kein Problem sein. Sonst kommen wir nicht in den Dungeon rein. Achtung, Party nicht verlieren. Ich bin noch nicht ausgelockt. Ich warte auf Terra Nord Startsignal. Also ich hoffe, du hast es verstanden, Terra Nord. Also deine M macht quasi die Party. Also gut, dann müsstest du aus deiner jetzt leider kurz rausgehen. Dann gehst du noch mit einem Einser on und ich mit einem Einser. Dann erstellen wir die Gilde. Und dann erstellen wir uns noch mehrere Chars oder ich auf jeden Fall und vielleicht noch der eine oder andere von euch. Und dann können wir es probieren. Ich muss nur kurz 100 Mio farmen, weil ich habe gerade keine 100 Mio. Aber ja. Ach, ja natürlich erstmal keine gedroppt. Danke für gar nichts. Gut, dass hier so viele Monster sind. Als ob. Okay. Na gut, zur Not müssen wir kurz den Geek töten. Der droppt ziemlich sicher welche. Oh, nicht in die Lava fallen. Der Boden ist Lava. Okay, ist raus. Wer ist raus? Aus der Party oder was? Nee, was? Also bist du ready? Und ich glaube, du musst auf Channel 2, falls du es noch nicht bist. Da ist sogar der Giant Nice. Weil ja Channel 2 der neue Channel 1 ist. Warte, ich erstelle mir kurz den Char. Also auf Rang da müssen... Lol. Auf Rang da müssen wir ziemlich sicher sein. Gut, dass ich keinen Low Damage mache. Ich habe sogar noch einen, lol. Ach, den habe ich, hab ich erstellt und dann nicht benutzt, genau. Also ich heiße genauso wie auf Lord Peng. Aber lass dir Zeit, so schnell fliegt man ja nicht aus der Party raus. Die droppt mir echt keine Fun-Bubbles, ey. Fun-Bubble droppt nicht mehr auf 110, muss mit anderen droppen. Das stimmt doch überhaupt nicht, man kann auch Twinkle-Stones droppen. Wenn du ein höheres Level hast, ist halt nur sau selten. Guck, wie das Vieh jetzt hier Questies droppt. Nimm und genieße.
Ich kann keinen Server auswählen, das ist verbuggt bei mir, aber mir wurde gesagt, dass es dann automatisch auf den ersten geht. Tja, guess not. Hä? Verstehe nicht. Tja, okay, Mathis. Bin auf S2, wie lautet der Name nochmal? Genau wie auf Lord Peng, meine M. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich schreib's einfach kurz. Und Funbubble gedroppt. Ich zitiere. Kann man nicht mehr droppen. Entschuldigung. Entschuldigung. Bombastik, was geht ab? Läuft 3 in a row? Hauptsache der Giant hat keine gedroppt. Na gut, hätten wir das auf jeden Fall. So. Ist raus? Na, ist nicht raus, was? Achso, nein, das war doch die Nachricht von vorher, lol. Entschuldigung, bin komplett verpeilt. Genau. Bin ein bisschen triggert vom Invi-Platz, no joke. Ja, daran muss man sich gewöhnen, dass man nur eine Reihe frei hat auf dem Main-Char. Das ist hier leider so. Meine Buffs laufen halt gleich aus, damn. Erstmal Power-Ups aktivieren, was? Wir wollen ja hier nicht sterben, wäre ja ganz schön peinlich. So. Wie Chris hat meine Nachrichten ignoriert, der Fisch. Hä? Ich hab doch gesagt, habe ich deine nicht vorgelesen? Aber ich habe auf jeden Fall 3 Fun-Bubbles, also ich kann dir eine schicken. Seit wann muss man dafür eine Quest annehmen eigentlich? Und ist der NPC auf dem Offi nicht ein Typ? Pretty sure, dass da ein Mann beim auf Yggdrasil davor steht, keine Frau. Das ist aus dieser alten Mönch in der Kutte, steht er doch davor. What the fuck? Hast du Fly und die Cards auf dem anderen Char? Nee, ich habe jedes Power-Up hier. Es sind alle Power-Ups, die man droppt. Und es sind genau... das sind 3x8 sind 24, das sind genau 30 Inventarplätze, also genau 5 Reihen voll. Ja, never mind, das sind mehr. Ach, Schwachsinn, das sind aber 3x6 sind 18, never mind, 36. 6 Reihen, genau 6 Reihen voll und 3 Reihen frei. Hoppla. Irgendwie müsste nun da sein. Achso, du hast ihn noch 3x verschrieben, kein Stress. Sind 3 Leute drin in der Party? Na, brauchen noch einen. Auf beiden Chars nur eine Reihe frei. Was zum Teufel, was hebst du denn alles auf? Und warum zum Teufel bin ich so lowlife? Naja, gut, ich sollte die Viecher töten, nicht, dass ich damit Master direkt mal sterbe. Bleibst du jetzt hier oder wieder zurück auf Lord Peng? Jetzt, in diesem Moment, also heute oder allgemein? Die Cards meine ich B-Cards, L-Cards und so, aber scheinbar ist die Antwort ja. Ach so, Fly und die Cards. Oh lol. Ach so, das meintest du. Ah. Ja genau, ich heb die Pieces und alle Karten auf dem RM auf. Und alle Power-Ups und die wichtigen Items, Moonstones und so, das hebe ich auf dem auf. Und dann halt noch Waffen und Rüstungen auf dem AM. Und da sind halt so ungefähr 4 Reihen frei. Wo Waffen und Rüstungen Platz haben. Und die verkaufe ich dann halt immer noch, wenn sie voll sind. Also nach 5 Reihen gehe ich immer irgendwie lernen quasi. Gehst du Master, bevor deine M120 ist? Yes. GX gedroppt, wie läuft das? Sieht aber natürlich von einem normalen Mob. Lol. Mhm.
So. Achso, na Moment. Man muss ja mit der reden. Ups. Ah. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Puh. Naja. Das wäre jetzt wirklich ärgerlich gewesen. So. Master Boys. Let's go. Full STR natürlich. Atom hat ja confirmed, dass er unser Tank ist. Damn, ich muss gleich zurück in die Party. Sonst werde ich noch gekickt. Ist meine M noch drin? Yes. So. Ach Mist, ich hätte mir in Darko noch Anfängerhelfer-Buffs holen sollen. Mache ich auch noch gleich. Meintest doch gestern, weil das irgendwas mit dem PvE-Event war, dass du eventuell hier aufhörst? Ja, es wurde auch nichts mehr gepostet. Also heute ist auch der letzte Tag, an dem ich jetzt wahrscheinlich erstmal hier spiele. Morgen streame ich eh nicht, weil ich am Donnerstag einen Test schreibe. Dann ist auch diese erste Meteonica-Woche rum. Dann hat sich der Hype ein bisschen gelegt. Und ja, dann mal gucken, was mit dem Event ist, weil wenn da gar keine Infos mehr kommen, weiß ich nicht, dann ist es halt schon jetzt nicht wirklich Time Waste, weil Spaß machen tut's ja und so, aber ja, ich meine, wir dann halt auch nicht die ganze Zeit gar nichts mehr erreichen auf den anderen Servern, wäre auch ein bisschen blöd. Fly, so, hi, wer will die andere Fun-Bubble? Eine habe ich noch. Wer will eine Fun-Bubble? More, please? Okay, Florik war zuerst. So. Genau, also dann gehe ich jetzt mal kurz, wie soll ich als Tank dann auf Hero leveln? Könntest actually AOE in tatsächlich, wenn du Full STA gehst. Mit den Power-Ups müsstest du sogar ziemlich guten Damage machen. Kaufst dir eine Lutsakas Big Axe als Master? Eigentlich müsste das ziemlich gut gehen. Event-Items gibt's hier nicht, also ist eigentlich auch egal. Oder? Also wenn du da nichts dagegen hast, würde ich mal probieren. Das müsste mit den Power-Ups, müsste eigentlich sogar schneller gehen als 101. Und wie heile ich mich hoch? Ja gut, das könnte schon eher ein Problem sein. Aber Goldpillen? Mit den Power-Ups Full STA? Also ich glaube, wenn du nicht zu hohen Mobs gehst, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Würde ich erstmal testen, bevor du mich hier an den Pranger stellst. So. Also ich logge mich nur kurz auf mehr M ein, dass die nicht aus der Party fliegt. Und dann, GD ist gegründet, irgendwelche Namenswünsche. Ist mir eigentlich persönlich vollkommen egal. Dann stelle ich mir jetzt mal noch ein kurz ein paar Charaktere, die du noch einladen kannst in die Gilde. Uno momento. Ich habe sogar noch einen Account, stimmt. Ich habe sogar noch einen Account. Warte mal. Habe ich mir für Playpark noch einen Account gemacht? Für Jobchars. Nenn die Gilde OBS. Also mir ist vollkommen egal, wie die Gilde heißt. Kannst du mir auch Gott als Angel nennen. Angels. Filler 22. Ist bestimmt schon vergeben. Ne, ist noch nicht vergeben. Okay, Gildenwide Filler 22. Filler 22. Gildenwide. Probier mal auf 80 Dramlock wieder die Drops. Will mal die Drops sehen, wenn du das richtige Level hast. So, das können wir machen, ja. Dann kannst du dir was aus dem Itemshop aussuchen, Terra, wenn es wieder geht. Das ist Bestechung, Bro. Das ist verboten. Also Filler 22 Gilde einladen. Dann mache ich mir gleich die nächsten. Achso, warte mal. Ich kann mich nicht buffen. Habe ich jetzt keinen Haste? Ich habe trotzdem 100% Attack Speed, passt. Dann können wir nebenbei schon ein bisschen leveln. Weil das XP-Event stimmt schon, dass es nebenbei läuft. So, jetzt wird der Damage natürlich mal wieder richtig geil sein für 20 Level und dann merkt man wieder, wie scheiße das Equipment von dem Jar ist. Ey, the one hit is real, baby. Wow, kriegen wir wenig XP. Holy moly. Damn, das tut ja richtig weh. Das ist ein Tauschgeschäft, Specky. Okay. Hau die ESMs rein. Oh, verdammt, die hab ich vergessen. Egal, wir gehen gleich wieder raus wegen Tower B2.
Oder auch nicht, Alter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Jetzt mal ohne Spaß. What the fuck? Lord XP Event. 25-fache XP. Und ich krieg pro Mob 3%? Die sind 10 Level über mir. Was zum Teufel? Ich meine, ich habe keinen Leech, aber was zum Teufel? Was läuft denn hier falsch? Das sollte eigentlich ganz schön anders aussehen. Wow, ich dachte, das geht jetzt in 5 Minuten Level 70 oder so. Da habe ich mich ja ganz schön getäuscht. Damn. Also ich dachte jetzt wirklich legit, wir sind hier 5 Minuten auf B1. Mein Fehler. Ah, du hast mich in die Gilde invited. Nice. Okay. Dann mache ich mir gleich noch 2 Charaktere. Macht euch immer auch bitte Charaktere, wenn ihr die Inventar-HR-Plätze nicht braucht. Sonst müsste ich jetzt mit dem Blade offline gehen. Wenn es geht. Kann ich sogar 3 auf dem Account erstellen. Auf dem habe ich ja noch keinen Char. Filler 23. Nächster Char heißt Filler 23 und ist auch online. Ohne Leech normal. War in 5 Minuten 80 Master. Aber wahrscheinlich Amplis bei 5 Minuten. Oder Asria. Wenn Chris gegen OBS nichts hat, dann nennen wir die Gilde so. Mir egal, wie gesagt. Kannst du ruhig machen. Also ja, passt schon. OBS hat heute den Stream gecarried. Hast du jetzt schon Full SDR gemacht, Atom, oder was? Oh, hoppla. Okay. Ich hoffe, die Chars reichen dann. Auch im Tower. Aber schon Amplis, oder? Aber eher Amplis, ja, ich wollte schon sagen. Das wäre schon sonst ein bisschen komisch. Ja gut, dann hole ich mir mal die Amplis. Bin dann gerade auf dem Rückweg von der Beep. Wie lange online? Schon eine Stunde? Nee, Schwachsinn, 2 Stunden. Und wahrscheinlich nochmal 1,5 Stunden oder so. Nächster Char heißt Filler 24. Und ist online. Ja, aber ich glaube, SDR würde besser gehen. Aber dann wird es mit dem Hochhain schwieriger. Hey, ich habe gar keine Amplis. Was zum Teufel? Hau die ESMs rein. Ah, du meintest die Einlog-Belohnung. Jetzt check ich's. Ah, okay. Habe ich nicht. Ich habe irgendwie einen Tag nicht. Ich habe mehrere Tage nicht gespielt. Samstag war ich nicht online und irgendeinen anderen Tag war ich auch nicht online. Das meintest du. Ich war schon verwirrt, weil ich dachte mir die ganze Zeit, woher hast du eigentlich Amplis, die du mir schicken kannst? Damn. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Aber ist ja nicht schlimm. Aber ich habe es falsch verstanden. So. Okay. Wie viele Chars fehlen noch in der Gilde? Einen kann ich noch machen, sonst müsste ich den Blade kurz ausloggen. Und der nächste Char heißt Filler 15. Warum auch immer. Filler 15. Ich wollte eigentlich 25 machen. Falls ich was überlesen habe, ne, haut es einfach nochmal in den Chat. Boys. Ich glaube nicht. Deine Laune scheint nicht so gut zu sein. Woran liegt's? Eigentlich ist sie neutral. So, wie viel sind's? 7. Kann sich irgendjemand noch Trash-Chars auf dem Server erstellen? Wir bräuchten noch 5 Filler für die Gilde. Und dann bräuchten wir noch Questies, ey. Damn. Moment mal, bin ich nicht gerade mit 5 Chars reingejoint? Wieso sind das nur 7 Mitglieder? Da müssten ja 8 sein. Oh man. Elomeo. Achso, nein, müssen es nicht. Aber meint, der eine war ja von Anfang an drin. Nee, passt schon. 3 plus 4, passt schon. Zockst du nachher noch Ick und CSGO? Puh, mal gucken. Also beides auf jeden Fall nicht. Dafür reicht die Zeit nicht.
Kannst Bombastik und Buffer-M einladen. In die Gilde? Das muss Terranord machen. Aber das sieht er ja selber. Wrong Passwort? Save nicht Wrong Passwort. Wrong Passwort? Achso, nein, man kann sich ja nicht einloggen. Danke, Rakam. Liegt aber legit wirklich nur an Flav. Kappa. So. Leckt S2 auch so derbe? Es geht. Also es leckt, aber es ist spielbar auf jeden Fall noch. Ich kann es jetzt gerade nicht so gut beurteilen, weil ich die ganze Zeit nur im Chars einloggen bin. Nicht wirklich aktiv spiele. Nach jedem Mob 5 Sekunden stehen bleib. Aber dann sind wir 9, dann fehlen immer noch 3 Chars. Ja, zur Not kann ich noch 2 auf dem erstellen, dann würde auch immer noch einer fehlen. Hat noch irgendjemand Trash-Chars oder Chars, die nicht unbedingt in eine gute Gilde müssen? Also wo es nicht schlimm wäre, wenn die 2 Tage Sperre hätten. Oder Filme in einer Trash-Gilde sind. Immerhin kann man steuerfrei verkaufen, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, kann man ja auch einfach wieder rausgehen. Oh! Sofort zurück zu dem Monster-Spawn. Drop-Spawn. Let's go. Und die Droprate von Clover ist im A-Punkt. Auf Yggdrasil. Echt so schlimm, oder was? Wie viel droppt man denn pro Stunde? So. Ansem ist auch mein Char. Ach, war das der, mit dem du die Gilde erstellt hast, oder was? Also auch die Gilde erstellt hast. Na gut, jetzt Monster töten macht nicht viel Sinn, wenn die Alte neben mir steht. Die muss jetzt mal wieder einen Abgang machen. Die stelle ich da hinten in die Ecke. Nicht viel nachts, okay. Wie viel Memmer brauchen wir denn? 12. Das ist auch so komplett bescheuert, ey. 12 ist einfach komplett random. Das ist einfach, ich weiß es nicht warum. Gildenlevel 3 brauchen wir tatsächlich auch. Ich habe keine Questies mehr, die muss ich mir dann auch schnell farmen. Na gut, Gildenlevel 3 ist jetzt nicht so tragisch. Wobei, die kann ich ja jetzt, na wobei kann ich nicht. Wenn ich jetzt 5 Pieces anmache, dann droppe ich so ziemlich alles. Ach egal, ich mach's trotzdem. Falsches Item? Okay, das ist die Feather Hobby. Nevermind. Harpy Feather. Heißt sie nicht auf Deutsch Feather of Hobby? Harpy? Ich weiß nicht. Irgendwie so. Hab 350 Hearts. Na gut, das müsste eigentlich reichen. Aber du bist nicht in der Gilde. Achso, du kannst sie uns geben. Man droppt mehr Apros, wenn man Alt F4 drückt und dann den Monitor vom Tisch tretet. Okay. Probiere ich dann gleich mal, Moment. Nee, M hat Gilde erstellt, Ansem wäre dann der Acker und habe ihn reingenommen, auf andere Exe 2 Chars machen zu können. Achso. Aber wie viel sind jetzt drin? 9 oder 10 oder was? Acht? Ich dachte, es sind gerade 2 Leute gejoint. Hilfe, mein Booster hat mit Minus-HP-Zeug noch 1900 HP bei jedem Level, verliert er gerade mal 50. Uff. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich dir da helfen soll. Boost-Chars. Ekelhaft. Du kannst eigentlich Deutsch. Okay. Interessante Formulierung. Aber ja, peinlich. Hab eine Party Level 50 mit 644 Punkte. Auf
Meteonica oder was? Aber die brauchst du nicht. Ah, okay, nevermind. Da kam die Folgefrage. Wie viel HP brauche ich, um Tramlok zu machen? Theoretisch 13.000, aber du musst sie auch sofort heilen können oder brauchst halt so viel HP, dass du es nicht sofort heilen musst. Also ich habe es hier, glaube ich, das erste Mal gemacht mit Level 85 und hatte ich, glaube ich, 23.000. Aber hatte Goldpillen und Star Candies und ein Full AM, Full Inter-AM und Soul Leech durch das CS-Set. Also kommt auf dein Level an, kommt auf dein Equip an und ob du Sackblatt hast oder nicht. Je nachdem. Also theoretisch würden auch 13.000 sowas reichen, aber kommt halt drauf an. Wir hatten ein Tutorial zum Downleveln gemacht. Ja, das funktioniert aber nicht mehr. Piano Totes mit dem Minus-HP erwecken. Also ich meine, klar, damit du schneller stirbst, das schon, aber das, also 1900 ist ja eh nichts. Ich kann auch Deutsch. Beste Grüße. Freut mich für dich, Felix. Grüße zurück. Wieso 3 Discord-Benachrichtigungen? Es gab vorhin ein bisschen Probleme. Ich wurde gedidost von PewDiePie. Warte, was? Das geht nicht mehr? Hä? Das ist doch schon seit Monaten bekannt, Bro. Wie hast du das nicht mitbekommen? Das geht nicht mehr. Man kann keine Chars mehr so downboosten. Der bekommt was zu hören. Also wenn es ist, ich logge mich gleich aus, ne, wegen den beiden Chars. Also ich kann auch mit 2 Chars joinen. Ihr müsst mich nur auf dem Laufenden halten, sonst dauert das hier ewig lange, bis wir da mal hier dazukommen. Und was mache ich jetzt? Da musste ich einzeln töten lassen. Das hilft nichts. Ich meine, wenig HP bringt dir ja trotzdem was, weil du dann ja schneller stirbst mit einem Hit. Man muss dich halt immer resten oder so. Doch, legit, ich habe 4 Semester studiert und mache jetzt eine Pilotenausbildung. Flex. Welches Studium geht nur 4 Semester? Oder war das quasi deine unauffällige... Weißt schon, dass du abgebrochen hast. Damn. Na, Pilotenausbildung ist ja... ganz schön schlecht. Nein, Spaß. Na, ist doch nice. Hast du das mit dem Gildenhaus hinbekommen? Das probieren wir gerade zu fixen. Einfach mal das Dungeon fürs Downleveln gehen. Ich hasse Downleveln. Wenn es die Methode da nicht gegeben hätte, hätte ich auch nie ein Video drüber gemacht, wahrscheinlich. Wirtschaftsinformatik aber abgebrochen, ja. Damn. Ja, Janotto, deswegen ist es ja so unbeliebt, das zu machen. Zwei kann ich noch. Okay, und dann sind es 10, oder? Und dann mache ich noch 2 und dann sind es 12. Ich muss mir nur sagen, wenn du ready bist... Glaubst du, du bist schuld, dass es nicht mehr geht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur ein Zufall. Ich glaube nicht, dass sie sich jemals schon mal ein Video von mir angeschaut haben. Und wenn doch, dann würde mich das schon sehr wundern. Bis auf das eine, dass die mal im Stream gestartet haben. Aber das war ja auch ein Accident. Bekomme ich dafür wenigstens einen Titel? Warum sollte man dafür einen Titel bekommen? What the fuck? Lebensretter? Ach so, für die Races? Nee. Gibt's keinen Titel. Es gibt nur Titel für Sachen, die komplett nutzlos sind. So wie Fuden und Monster töten. Na gut, das ist nicht ganz nutzlos. Will Wheaton, denke ich mal. Danke für dein Follow, mein Freund. Wie hoch ist die Chance, dass ich es eine Woche nach dem Video fixen, wenn literally nichts gefixt wird, wenn nicht gerade jemand die Server lahmlegt und sich als Game ausgibt? So ungefähr bei 95%, würde ich sagen. Warum? Bist wohl nicht so gut in Mathe, Asmir, was? Kappa.
Ah, nein. Oh, puh, zum Glück ging nicht. Was bringt dieses ganze Downleveln nochmal? Das braucht man, um Boost-Jars zu machen. Die sollen nämlich Level 20 sein und die meisten davon sind Arcanists oder eigentlich alle. Und ja, Arcanist kann man erst mit Level 130 werden, das heißt, man muss 120 Level downleveln. Oder Farm-Jars. Ja gut, okay, levelt man nicht so krass down, aber ja, stimmt. Farm-Jars leveln auch Leute down. Chris wurde von Websim bezahlt, dieses Video zu machen, damit die einen Grund haben, so zu tun, als wüssten sie nicht, dass es geht. Ich wünschte, das wäre so. Ich wünschte, das wäre so. Da wäre ich sogar stolz drauf. Mein Körper mal wieder für Geld verkaufen. Good old times. Kappa Klaus Nikolaus. Baust nur noch einen, sind nun 11 Leute. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch schnell. Gleich wieder Bild da. Genau, Arcanist wird man auf 130, man muss 20 sein, man muss 120 Level down leveln. Hä? Ach so. Herr Asmir, ich glaube, du wolltest mich flamen, aber die Rechnung, die du geschrieben hast, die ergibt noch viel weniger Sinn. Ich glaube, du wolltest 130 minus 120 ist gleich 10 machen, oder? Ich weiß nicht, was auch, egal. Ja, man muss 110 Level downleveln. Verzeihung. Aber nice verkackt. Appreciated. Das hast du gesagt, das ist nicht meine Rechnung. Du hast Level 120 Level downleveln gesagt, bis 20. Ja, aber dann wäre es ja 130 minus 120 ist 10. Das habe ich gesagt. Das, was du geschrieben hast, ist ja 130 minus 20 ist 120. Das ist ja nicht mal ansatzweise das, was ich gesagt habe. Egal. Junge, ich hasse dich. Was soll ich machen, Mann? Du wolltest mich flamen und hast selber übel verkackt. Dafür musst du gegen geflamed werden. Ich habe Scheiße gelabert, aber du hast es nicht hinbekommen, mich gut zu trollen dafür. So, Filler 28, Terranord. Ist deine Berufsschule eigentlich barrierefrei? Tatsächlich schon, ja. Das hängt sogar am Türschild. Also an der Klinge hängt es quasi. Also die ganzen Schuldinger und Klingeln und so ein Zeug und dann, ja. Du hast gesagt, man muss 20 sein und danach, also man muss man 120 Level downleveln. Ja, das habe ich doch schon zugegeben. What do you want from me, dude? Hast du 100 Mio Terranord? Also kriegst du ja auch zurück, wenn es geht. Wenn es nicht geht, sind sie ja nicht weg. Ich entmodde und bann mich gleich selbst. Das geht nicht. Okay, probier es besser nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht geht. Ich würde einfach mal stark annehmen, dass es nicht geht. Warum meinten die Leute aus dem TS, dass es noch geht? Also ich habe es nicht mehr probiert. Es hieß immer, es geht nicht mehr. Also ich habe es, glaube ich, noch einmal probiert. Da ging es nicht. Aber das ist ja schon wieder ein halbes Jahr her, vielleicht geht's ja auch wieder, was weiß ich. Geht eh nicht, schreibe einfach dem Support. Ja, noch mehr. Und was war das für dich ausschlaggebend, um dich dort anzumelden? Mir ist Teilhabe auch wichtig. Musst du mir doch sagen, deine Beep ist doch bestimmt auch barrierefrei. Sonst wäre da doch gar nichts möglich. So, ich lief jetzt tatsächlich meine Party mit dem RM, weil ich habe es jetzt ehrlich gesagt, also ich sehe es jetzt auch nicht ein, dass ich die ganze Zeit meine ganzen Drops liegen lasse. Also die Waffen sind jetzt nicht so wichtig, ich habe die ganzen Fly-Pieces und so. Die will ich jetzt eigentlich echt ungern liegen lassen. Und ja, der muss jetzt halt einen Solo-Filler suchen oder mich einfach kicken und ein Duo-Paar einladen.
Lol, da liegt einfach eine Leiche. Da liegt da oben, da liegt einfach ein Toter. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, let's go. Wurde ich gekickt? Ne, noch nicht. Okay. Gede muss noch Level 3 sein. Artum hat Questies angeboten, aber ich kann dir auch gleich welche geben, wenn es ist. Müsste ich nur kurz rausgehen. Aber Questies wären eigentlich nicht das Problem. Hab zwei Slots in der Party, wenn du brauchst. Na, Party. Also ich will keine Party, weil die Chars sind zu weit auseinander. Eine Party bringt mir gerade nichts. Nee, ich will keine AG-Exoskinnen. Danke, Artum. Genau. Hast du Amps? Nein. Habe zwei. Achso, das habe ich schon gelesen, genau. Stimmt, warum hat Donation Styler eigentlich noch keine Coolms donated bekommen? Keine Ahnung, weil Donation Styler nicht danach gefragt hat. Hat jemand? Nein, Spaß. Oh! Oh mein Gott, der Lag des Todes. Na, ich brauche ja auch keine Coolm, please. Was? Die hat schon volles Inventar? Oh mein Gott. Ach Mist, die Questies hätte ich auch gleich geben können. Ups. Das mit dem Level hat sich erledigt. Hat er noch Questies? Ah, okay. Na dann, viel Glück auf jeden Fall. Das mit dem... Ah, F für den Typen auf dem Blatt. Echt so. Richtiger Ehrenmann. Geht das vielleicht per F-Tool plus Autoklicken? Das musst du deine Leute im TS fragen. Frag am besten gleich nach ihren Char-Namen und dann schreib ein Ticket. Mit nichts Besonderem, einfach nur so ein paar Char-Namen und ihrem Audiogeständnis. Kappa. Kappa Klaus Nikolaus. Warum hat Donations leider noch keine zwei Ancient-Äxte? Ich habe tatsächlich noch niemanden mit Ancient-Äxten gesehen auf dem Server. Ich bin auch legit nie in der Stadt, also keine Ahnung. Und wenn, dann sind sie wahrscheinlich eh geskinnt worden. Verzichte doch auf den Elm und die Buffs und häng dir dein Leech hinten dran, dann kannst du auch gleich wieder in die Party. Auch wieder in die Party. Ich will aber auf die Drops nicht verzichten. Weil gut, okay, die könnte ich auch aufheben, theoretisch. Ja, eigentlich ist es egal. Das Level ist mir nicht mal so wichtig, tatsächlich. Audiogeständnis kann doch jeder faken. Ich weiß. Oh, nevermind, noch ein XP-Event gestartet. Okay, jetzt wäre es vielleicht doch gar nicht mehr so unwichtig. Nope, geht auch nicht. Anscheinend sind die Gildenhäuser auf Meteor Rip. Oh Mann. Dann auf jeden Fall danke für die Hilfe an alle, die mitgemacht haben bei der Gildenhaus-Aktion. Gildenaktion. Rip, Gilde OBS. 22 Uhr bis 22.23 Uhr. Ruhe in Frieden. Man würde dich nicht vermissen und man wird sich nicht an dich erinnern. Ja, okay, ihr Kritiker, dann hole ich halt einen. Jetzt ist die Party jetzt schon wieder gefillt worden, das heißt, ich brauche wahrscheinlich eine neue. Dann hole ich halt einen Leecher. Aber auch nur, weil das XP-Event jetzt nochmal gestartet wurde, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ach Mist, nein, ich muss ja noch das CS-Pad. Oh nein, ich muss noch das CS-Pad rübertauschen. Jetzt raste ich gleich richtig aus. 22.24 Uhr, die ganze Aktion lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr. Das Handelsanfragen-Feature ist momentan buggy, aber wird bestimmt bald gefixt. Wird bald bestimmt gefixt. Appreciated, Felix. Was farmst du da? Kannst du nicht besser nebenbei leveln? Ich farm nichts, ich level hier. Entschuldigung, dass ich nicht 50 Milliarden Schaden mache. So, die kriegt jetzt das... Ah, die ganzen schlechten Pets habe ich ja hier rüber getauscht. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. So. Ja, das mit den zwei Äxten, das ist jetzt so nervig, das ist krank.
Also zwei Echsen sind echt sowas von umständlich, wenn man es nicht gewöhnt ist. Vor allem Items rübertauschen seit Aids des Todes. Ab welchem Level verliert man mehr XP? Puh, das ist getaktet. Also auf verschiedene Level ist es getaktet. Am Anfang verliert man, glaube ich, 6 oder 7%, dann sind es irgendwann 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1, dann 0, irgendwas. Ich glaube, so weit bist du noch gar nicht. Also bis 130 verliert man, glaube ich, nicht. Da verliert man, glaube ich, noch über 1%, wenn man stirbt. Das schnelle Downleveln am Loadstar funktioniert 100%, vielleicht nicht mehr exakt so wie im Video von damals, aber es funktioniert noch. Ah, okay. Dann wurde es ja gar nicht gefixt. Tja, Yanoto, I'm sorry, man. Dann habe ich dir wohl einen Bären aufgebunden. Also, wer hat eine Party für mich? Mir wurden gerade Partys angeboten. Komm, Channel 1 dann, ich lade dich ein. Oh mein Gott. Ich habe mich heute so oft umgeloggt auf dem Server, ey. Bin richtig tiltet davon. Also wirklich, gar keinen Bock mehr. Ich hasse halt umloggen so sehr. Vor allem im Stream, weil ich währenddessen nichts machen kann. Internet in LoL geht es nur so ein Bug, dass in Hype-Plat Bronzespieler sind. Das bist du, Mattis. Aber nice den Rose probiert. Fly quitten, größer Lead, größer Buffs. Okay. Bin Channel 1. Filler, wie heißt der? Filler 22 und ich. Hast du heute den Blade angefangen? Ja. Das ist ein Blade, bei dem Damage dachte ich an einen Midi-Ranger. Ja. Joke Rakiat. Danke für dein YouTube-Abo, falls du da bist. So. Danke für die zwei lebenden Hasen und einen Toten. Ich habe dir keinen Toten geschickt. Achso, die hat nicht genug Geld, um zu joinen. Nehmen wir diese Scrubs. Oh, I don't want no scrub. No, I don't. Wer kennt das Lied? Hands up in the air. Cringe. Aber wer das Lied nicht kennt, ist halt legit tot. Innerlich zumindest. Als ob ich jetzt einen Ladescreen-Bug hab. Als ob ich jetzt einen Ladescreen-Bug hab. Als ob ich jetzt einen Ladescreen-Bug hab. Ey, ich raste gleich so aus. Das kann halt nicht wahr sein, Mann. Das Spiel fuckt mich gerade so unendlich ab. Das ist krass. Ich habe mich jetzt in einer halben Stunde 40 Mal umgeloggt. Und trotzdem hat das mit dem Gildenhaus wieder nicht funktioniert. Das ist einfach so unnötig. Mal ein bisschen andere Musik rein. Dann habe ich wohl verpasst, dass du Master bist, nevermind. Achso, deswegen hast du gefragt. Na, sorry, Mann. Nee, ich habe Master gemacht, ja. Sonst wäre es schon komisch, dass ich wieder auf B1 bin. Du hast heute in der Schule schon was für den Geschichtstest gemacht und welches Thema geht es? Ich habe noch nichts für den Geschichtstest gemacht und Schule war wie immer. Und worum es geht? Puh. Moskauer Verträge, Warschauer Vertrag, was im Endeffekt fast das gleiche ist vom Prinzip her. Vietnamkrieg, Koreakrieg. Ja, und die
Deutschlandpolitik von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl. Also bis zum Mauerfall, sozusagen. Aber nur die westdeutsche Politik. Ostdeutschland interessiert Kappa. Nein, aber tatsächlich echt nur die westdeutsche. Die Annäherung an den Osten. Also ist eigentlich sau viel, also keine Ahnung, was ich auf den Test, da gibt es halt nur 30 Punkte, also keine Ahnung, die wird zu jedem Thema anscheinend nur eine Frage stellen. Check ist auch nicht so ganz. Das ist halt wie immer, die sagen dir 100 Sachen, die du lernen sollst, und am Ende kommen 2 dran. Hm. 12% pro Mob? Warte mal, das sind 2. Ja gut, die sind 15 Level über mir gerade, ich übertreibe auch ein bisschen gerade. 8%. Ah, der Leech wird eh in den nächsten 2 Sekunden sterben, deswegen gleich mal direkt Tower B3 ready machen. So. Na, Musikwünsche machen wir jetzt nicht. Sorry. Legit, 0 Disconnects, echt nice. Okay. Bist du bei LinkedIn angemeldet? Nein. Neue Challenge Hero of Offino mit Fäusten für Street Credibility. Das Game fuckt dich ab, weil es scheiße ist. Vielleicht, aber das ist gerade nicht der Hauptgrund gewesen. Eine Aneinanderreihung unglücklicher Ereignisse, könnte man sagen. Wow, wer hat den Hammer Song donated? Das ist mein Stream-Einstiegssong, falls das kein Sarkasmus war. Was ist denn das für eine Berufsschule, in der du Geschichte hast? Ach, nehmen wir mal, ich habe Religion, Kappa. Das ist eine Berufsoberschule, keine Berufsschule. Und ich habe auch Religion. Frage für einen Punkt. Erkläre den Warschauer Vertrag und erläutere, warum dieser Vertrag heute nicht mehr zustande kommen könnte. Safe, eine Punktefrage. Das ist keine Berufsschule, macht Abi nach. Genau. What level? I think 768. What? 68? Damn. I'm fucking a suck at this game, bro. Aber gut, davor haben wir auch nicht gelevelt. Da haben wir noch das mit der Gilde nebenbei gemacht. Aber danke nochmal, Terra Nord, auf jeden Fall. Und, an alle anderen, die gejoint sind. Und sorry, dass es nicht funktioniert hat, aber wie gesagt, das liegt an dem Server. Und ist auch irgendwie echt unfair, dass es nicht geht. Also das ist echt unfair. Oh, ich hab dir gar nicht das Pad gegeben, oder? Nope. No private server? No, it's official. It's official. From Play Park. It's a Southeast Asian publisher for FLIVE. Ich brauche mal ein Guten Morgen Käffchen. Verständlich um 22.54 Uhr. Absolut nachvollziehbar. Naja, gut. Kein Problem, wäre auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Du sagst es. Also ich finde es echt unfair, dass es nicht geht und dass manche Gilden schon eins haben. Check's halt nicht. Vor allem, was will man da anders machen? Also, keine Ahnung. I don't understand. Ich bin auch nicht mal im vollständigen Damage Break, fällt mir gerade auf. Oder nice Linie ist. Oder nice Linie immer noch ein Prank. Wie meinst du, dass die es glauben oder was? Dass es die wirklich gibt? Kappa. Oder was war das jetzt für ein Joke?
Können wir nochmal Lonesome Avenue, haben wir schon lange nicht mehr gehört, oder? Oder mal, ist hier irgendein gutes... Ist das Lied nicht schlecht? Ich glaube, das habe ich von letzten Secret Room benutzt. Das hat was. HIV, glaube ich, heißt das Kappa. Es ist 22.34 Uhr. Was habe ich gesagt? Ich hole mir jetzt Nudelauflauf mit Hackfleisch. Gönn dir. He is kidding, it's a private server, obviously. No, I'm not. You don't like Guild Siege? No. Especially not in a system where only the completely overpowered players who cashed in, like There's No Tomorrow, are winning, and also not with a blade, and also not with level 70 Master. Wouldn't be that fun to play, probably. But I don't like it in general, so it doesn't really matter. Jetzt habe ich endlich mal mehr als drei aktive Viewer im Chat. Lieber keine Musikwünsche. Ah. Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr anzufangen und ich will den Stream hochladen, weil ich keine Videos für die Woche habe. Zumindest nicht für morgen. Und der Stream ist eh schon zerschnitten. Will ich wenigstens die Reste noch irgendwie verarbeiten. Wow, richtiger Scherzkeks. Fake News, morgen kommt Kingdom Rush. Das kann tatsächlich sein, ja. Lol. How about an Yggdrasil? No, I don't like it there as well. As I said, I don't like it in general. Kennst du deinen eigenen Upload-Plan nicht? Doch, aber... Nein, ich habe keinen. Aber die Videos lade ich ja schon deutlich eher hoch und ich kenne ja nicht auswendig. Ich weiß ja nicht auswendig, wann die Videos kommen. Kingdom Rush ist mein Lieblingsprojekt. Der letzte Boss war Ehre. Jeder hat mal einen schweren Tag, Felix. Kann man nicht nachvollziehen, wenn man das Spiel nie gespielt hat. Why, Chris, you're missing the fun in the game? PvP? No, I tried it before. It's really not fun. Especially not within the FLAF community. Life is like the worst game ever to play PvP in my opinion. Why is Chris hiding his name though? Because I don't want people to troll, but they do it nonetheless. But today is the last day I will play here, probably. So it doesn't really matter.
Der Song war nicht der richtige, glaube ich. Ich meinte eigentlich einen anderen. Genau so schreibt man es aus mir. This is your last day, you're going back to Yggdrasil now? It might be, because the Hunter event I was playing for here... You don't know what it is, you don't know what you have to do, you don't know anything, and until you know anything about it, I will spend my time on other servers, probably, because it's more effective, and will come back when they release how it is, or how it will be. And maybe I would try another class here on the server, but not now. Sorry, because there are ongoing events on the other servers and I don't want to miss them out, so I will probably do that in April or something like that. I'm sorry, boys. Zocken wir denn heute endlich mal wieder CSGO? I don't think so. Das ist schon 22:41. Also vielleicht. Ich müsste mich mal wieder rebuffen mit Anfängerhelfer-Buffs. Mache ich jetzt, glaube ich, auch noch kurz. Ohne Quickstep und ohne Haste. Wobei Haste habe ich, glaube ich, oder? Ja. Ja, aber ohne Quickstep ist das ziemlich ätzend. Und dann können wir eigentlich auch gleich Tower B3 gehen, glaube ich. Drin. Ja, doch. Ich finde in jedem MMO ist PvP kacke. Na, ich meine, ich bin allgemein einfach nicht so der krasse PvP-Spieler, zumindest in MMOs nicht. Heißt nicht, dass es keine guten gibt. Also mit guten PvP. Aber. Ja. Kabal war das PvP nicht schlecht, aber da war es auch nicht direkt PvP, da war das, hatte das mehr Strategieelemente, also beziehungsweise auch Strategieelemente. Die fand ich nicht schlecht. Machen wir noch Lonesome Avenue, ich finde es gerade nicht. Hier ist es. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. No, he's going to stop playing Flife and concentrating on his CSGO pro career. True. How about 1v1 Templar? That would be awesome. I already played that. Bist du in CS eigentlich schon unranked? Nein. Ich finde, WoW hat ein ziemlich gutes PvP, gerade vom Balancing her. Kann ich nicht beurteilen, weil ich es nie gespielt habe. Ja gut, das Inventar von der alten zu sortieren macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ah, das sind sogar die richtigen. PvP in MMOs ist halt viel Min. Ist halt viel Min-Maxing, das ist nicht für jeden. Min-Maxing? Ich weiß nicht mehr, was das heißt.
Blade and Soul, finde ich, hat gutes PvP. Kann ich auch nicht beurteilen. Kann nicht jeder Englisch. Das wäre doch was, Start WoW? Ganz sicher nicht. Das sind doch alles Pay-to-Win-Games, die er jetzt nennt. Wie kann da PvP gut sein? Und she's dead. Na gut, eigentlich könnte ich mal der ihr Inventar lernen, lol. Voll viele Set-Teile gedroppt. Vapon und eine hebe ich jetzt mal nicht auf. Wetten wir, wenn ich jetzt den Karten, den Inventarsortier-Button benutze, sind die Karten und die Flyf-Pieces komplett durcheinander? Ich sehe es jetzt schon kommen. Na naja, okay, ausnahmsweise nicht. Aber meine Blinkwings sind mitten in den Karten, das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Ja, jetzt muss ich den erstmal wiederfinden. RIP. Guild Wars hat ein gutes PvP. Ich sag mal so, die Spiele, die... Also... Ist immer sehr subjektiv. Ich wüsste nicht mal, was ein gutes PvP in MMOs ausmachen würde. Also wahrscheinlich gutes Balancing und das ganze andere Zeug, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man Spaß hat. Und das ist in FLIF definitiv nicht der Fall. Was zu 90% an der Community liegt, aber auch an sich, das Spiel ist einfach zu buggy dafür. Laufspeed-Beat anmachen? True. Und was geht ab, Professor? Bei Blade & Soul ist das Equipment nicht relevant im PvP. Stats are normalized and are not affected by any equipment. Metin 2 ist im PvP auch echt gut. Metin 2 sind nichts gut. Doch in integrierte Levelbots in das Spiel einfügen. Weil sie realisiert haben, dass man damit Geld verdient. Und das sowieso alle machen. Auch wenn es nicht erlaubt ist. FLIF in a nutshell, by the way. Nur, dass man es hier wirklich nicht darf und es nicht integriert wurde. Was ist zurzeit die beste Schadensklasse in FLIF? 1v1 Blade. Wie macht Blade & Souls dann Geld? Gute Frage tatsächlich. Weil ich, soweit ich gehört habe, ist das Upgrade-System der Moneymaker bei Blade & Soul. Weil das anscheinend noch schlimmer ist als bei FLIF, vor allem weil deine Items kaputt gehen können, obwohl du echt Geld ausgibst. Soweit ich weiß. Was schon echt ganz schön belastend ist. Also wenn ich schon echt Geld ausgebe, dann sollten wenigstens die Items nicht von alleine kaputt gehen. Aber es ist in dem Spiel anscheinend so. Aber habe ich nur gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich habe es nicht gespielt. Aber wozu dann upgraden, wenn es im PvP nicht wirkt? Das ist ein guter Punkt, aber wahrscheinlich gibt es verschiedene PvP-Modi. Ich denke mal, er meint jetzt im wirklich direkten... Bin mir nicht sicher, war er noch nie im Endgame PvE halt. Echt, aber soweit ich weiß, hat Blade & Souls kein PvE-Endgame, sondern nur PvP. Also soweit ich weiß, ist irgendwie 90% des Endgames nur PvP bei Blade & Souls. Also quasi genau das Gegenteil von FLIF. Du blärtest über Black Desert Online? Ah, ups, ups, true. Oh damn, das habe ich tatsächlich verwechselt, mein Fehler. Hat aber ganz schön lange gedauert, bis es dir aufgefallen ist. Damn. Stimmt, aber meint... Von dem anderen Spiel habe ich noch weniger Ahnung. Did you make another character? No. It's the same. The same character. Items gehen kaputt, obwohl man echt Geld investiert. Welcome to Metin 2.
Spielst du es oder was? Oder hast du es gespielt? Was war das? Hm. Achso, ja, droppt man ja gar keine guten Set-Teile. Schon wieder vergessen. Hab mir schon gedacht, dass du über Upgrade-System genau. Tja. Ja, ich hab's selber die ganze Zeit nicht gemerkt. Weil du immer nur die Abkürzung geschrieben hast und irgendwie, weiß nicht, hat zwar eine komplett andere Abkürzung, also BDO und BNS, aber irgendwie wegen dem B, ich weiß auch nicht, habe ich es irgendwie nicht gecheckt. Habt ihr Half-Life damals vor 10 Jahren gespielt? Falls ja, hat sich heute irgendwas Großartiges verändert zu damals? Naja, das komplette Overlay sieht anders aus, was viele Leute ziemlich abfuckt. Ich persönlich finde es besser. Also ich fand, früher sah es schlechter aus. Ist natürlich auch eine Sache der Gewöhnung, aber es ist, das Neue ist viel übersichtlicher und kleiner. Also platzsparender. Und sonst... Eigentlich nicht. Also verändert hat sich eigentlich wenig. Es sind einfach nur neue Sachen dazugekommen. Also es haben sich Sachen verändert, aber die sind jetzt nicht wirklich essentiell. Das meiste ist einfach nur neu dazugekommen. Gott sei Dank aufgehört, sobald mein Gehirn ab der 8. Klasse funktionsfähig war. Na, dann bist du ja nochmal gut davon gekommen. So, bin pennen, bin eh ohne müde und da ich eh nonstop bin, im Moment kann ich bei CSGO, falls es kommt, soll ich nicht mitmachen. Okay, hau rein, Game Teddy. Gute Nacht. Bei World PvP musst du nur so ein Kostüm anziehen, was deine Fraktion zeigt, und dann bist du angreifbar von anderen Fraktionen. Okay. Achso, zwei PvP-Modes, einmal Open World und Arena. Achso, du hast von Arena PvP geredet. Ich dachte mir schon, dass es trotzdem verschiedene Dinger gibt. Wir haben zwar von verschiedenen Spielen geredet, aber ich dachte es mir trotzdem. Weil es schon komisch wäre, wenn man in einem Spiel, einem MMO, sein geupgradetes Equipment im PvP nicht nutzen könnte. Also überhaupt nicht. Das wäre ziemlich wasted. Wenn er müde ist, Atom? I don't think so. Müdigkeit ist nur ein Gefühl. Okay, also ich meine, das ist jetzt nicht falsch, schätze ich mal, aber... Okay. Ansonsten hatte Dragon Nest auch richtig nice PvP, aber das Game ist seit 5 Jahren leider dead. Echt, Dragon Nest, nice PvP? Okay. Habe ich halt legit nie gespielt, ich habe immer nur die Dungeons gefarmt. Dungeons. Hast du es mitbekommen, als es gehackt wurde, Dragon Nest? Da habe ich schon gar nicht mehr gespielt, aber ich habe eine E-Mail bekommen irgendwie, dass es gehackt wurde und dass alle Equipment-Datenbanken gelöscht wurden. Da haben sie einfach jedem übelst das krasse Equipment geschenkt. Also irgendwie voll die krasse Rüstung für Level 40 oder so, plus 8 oder irgendwie sowas. Weiß gar nicht mehr. Da hatte ich dann besseres Equipment als davor, aber da habe ich gar nicht mehr gespielt. Ja, Dragon Nest war legit eins der besten Spiele. Eins der besten MMOs überhaupt. Tatsächlich. Keine Ahnung, kann ich mich nicht erinnern an sowas. Alles weggesoffen, die Gehirnzellen. Ja, da weiß ich noch, da habe ich mit meinem Kumpel League of Legends gespielt oder so. Natürlich League of Legends. Die Hälfte meines Lebens mit dem Spiel verschwendet. Und da habe ich das mitbekommen. Das war mal kurz bevor es offline gegangen ist, glaube ich. Also Dragon Nest war echt eines der besten MMOs. Mit Abstand. Eines der wenigen, das ich sehr viel gespielt habe. Also jetzt sehr, sehr, sehr viel. Welche Klasse hattest du?
Bogenschütze, Bro. Beziehungsweise Schütze. Ich weiß gar nicht, wie hieß die Klasse überhaupt. Aber ja. Also ich hatte, glaube ich, einen Kleriker Level 30 oder so. Oder 20 auf jeden Fall. Ja, dann hatte ich noch einen halbwegs hohen Krieger. Aber mein Main war Schütze. Die hatte auch die nicesten ATK-Moves mit dem Hochspringen und diesem Runterschießen und so. Ich habe sogar Videos über Dragon Nest, lol. Stimmt, ich habe sogar Videos darüber. Spielestyler Dragon Nest. Dragon Nest 1, Start in Mana-Grad vor 5 Jahren. Let's play Dragon Nest Europe. Das hat wahrscheinlich legit 10 Folgen oder so. Dragon Nest, was ist das? Dragon Nest, Halloween Deluxe Box Opening HD. Yup, that's me. That's me. Bei diesem Box Opening, da habe ich dieses eine Schattenvieh rausgezogen. Das, wo ich immer so mad war, dass die das alle hatten, also dieses Reittier, was so übelst geil aussah. Da habe ich mir extra, habe ich 40 Euro oder so aufgeladen, nur um mir dieses scheiß Vieh zu holen. Alter. Das ist so brain dead. Bei Dragon Nest war ich eines der wenigen Spiele, wo man eigentlich nicht wirklich reincashen musste. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Ich habe es trotzdem getan. Nice Fashion Set geholt und diese dämlichen Halloween Boxen. Yikes. Wir werden ein MMO im LoL-Kosmos. Wollten die das nicht eh machen? Ah, dieser LoL-Shooter kommt jetzt raus, ne? Beziehungsweise gab es letztens dieses Gameplay-Video davon, wo es ein paar Streamer gespielt haben. Ich finde persönlich, es sieht nicht besonders anreizend aus. Anreizend? Ist das ein Wort? Reizvoll. Es sieht nicht reizvoll aus. Später wurde das leider übertrieben, Pay-to-Win, was es auch gekillt hat. Ich weiß es gar nicht. Ich habe, wie gesagt, immer nur die Dungeons gefahren mit einem Kumpel zusammen und der hat irgendwann aufgehört und habe ich es alleine weitergespielt. Also bis Level Mitte 30 oder so haben wir zusammengespielt. Und dann war Realschule vorbei und dann habe ich den Typen nie wieder gesehen. Und dann habe ich es alleine weitergespielt. Aber ja, also im PvE-Bereich fand ich es jetzt nie so wirklich übertrieben, Pay-to-Win. Aber hat schon Bock gemacht, ja. Ich kann aber gucken, welches Level war ich denn in dem Video. Sieht man das? Okay, nice Hörschaden, Alter. Danke für gar nichts. Level 19, was zum Teufel? Okay, wow. Das Video ist ja echt low. Ich habe mit Level 19 schon reingecashed. Aber ich glaube tatsächlich... Ja, das ist auch nicht mein Main-Char, glaube ich. Das ist auch nicht mein Main-Char, ziemlich sicher. Da hatte ich sogar zwei Schützen, what the fuck. Keine Kommentare? Was zum Teufel? Hauptsache 234 Aufrufe, what the fuck. Weird. Ich war Swordmaster. Ja, also das kam nicht zu unserer Zeit. Wir haben gespielt, als Level Cap noch 40 war, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Später ging es nicht dann sogar bis Level 70 oder so. Es ging doch noch. Es ging, glaube ich, irgendwann richtig weit noch. Oder auf jeden Fall Level 50, meine ich. Mindestens. Aber ja. Also als man über Level 30 war, ist es schon hardcore langsam vorangegangen. Hat man auch schon gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Asian-MMO ist. Aber gut, welches MMO kommt nicht aus Asia? Bessere Frage. Und wieder da, was habe ich verpasst seit 60 Master? Nichts, ich bin jetzt 75 Master. Und keine Ahnung, sonst weiß nicht. Nicht viel. Aim-Schützis. Brauchst für mich keine Luzaka 6 mehr zu suchen, Chris. Hab nun eine für 200 Mio bekommen. Ah, nice. Ich war da eh noch nicht auf dem Shop, ne? Auf dem Shop, genau. Auf Shopjagd. Werde ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr tatsächlich. Aber wir haben nicht wirklich genug Geld. Ich kann nochmal Inventar leeren, aber hier lohnt es sich halt nicht so hart. Gar keinen Bock mehr zu leveln? Welches Level bist du denn?
Ach so, du meinst ein Dragon Nest, oder? Ups. Nee, hier in Flyfly. Oh, never mind. Ja, mir ist es eigentlich relativ egal, weil ich will ja eh nur bis Hero machen. Leute, da liegt ein Hissnackel, what the fuck? Okay, nice. Vielleicht ist der ja was wert. Ja, mir ist eigentlich relativ egal, aber wie gesagt, das mit dem PvP-Event, also das wird jetzt wahrscheinlich eh dann erstmal ein bisschen im Sande verlaufen, das Ganze hier. Also macht halt echt keinen Sinn, jetzt wochenlang zu spielen und nur am Ende festzustellen, dass das Event irgendwie doch nicht so stattfindet, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es verstanden habe aus der Ankündigung. Und dann, keine Ahnung, stellst du irgendwann mit 150 fest, oh, ups, kriegst doch keine Belohnung für Lord Peng. Ja gut, dann unglücklich gelaufen. Lol, wir haben eine Change Away gedroppt. Okay. Man droppt die anscheinend echt überall, okay. Also es ist nicht wie wirklich Secret Drop Event. Also die CS-Items droppen wirklich random. Also überall. Random. I like that. Nicht bis Slayer? Ne, dann müsste ich ja downleveln. Ich will ja Minus farmen. Weil wenn das Event so stattfindet wie ich, muss man nämlich nur Minus farmen. Und kann sich so die Bloody Weapons holen. Ich bin schon 100 Clovers hinterher. Du hast nur 100 Clovers? Das ist echt so schlechte Droprate. Damn. Which server are you now? Rangalda or Cyclops? Doesn't matter, it's the same server, it's just different channels. So it's the same. Ja, ich bin rausgegangen, Rogue. Waren mal wieder die falschen Leute drin. Wie viele Changeaways hast du noch? Hast du? Achso, schon gedroppt. Ich habe erst eine. Es ist, glaube ich, die vierte. Aber ich bin mir nicht sicher. Also zwei habe ich im Tower B5 gedroppt. Eine weiß ich nicht mehr, woher sie ist. Und jetzt halt die. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste auch gedroppt habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, also ja, drei oder vier. Nein, wenn du heute gefarmt hättest, ich habe 420 Clovers. Ach so. Ich wollte schon sagen, 100 wäre echt krank wenig. Damn. Vor allem bei dir. Aber auch allgemein 100 wäre echt sau wenig. Das sind ja gerade mal 5 Boxen, wo man legit nichts bekommt. Sorry, verschrieben. Gar kein Stress. Ich habe es noch nicht gecheckt zuerst. Wir können das Changeaway noch benutzen. Machen wir einfach wieder auf die Boots. Def minus 100. Viel besser. Schade. So. Wir sind auch legit alle Power-Ups abgelaufen. Damn. Ja, wir können auch unsere Springboxen öffnen. 55 Stück. Oh, und es gab gerade CS-Item-Drops. Damn. Warum sehe ich das immer nicht? Immer wenn sie droppen, sehe ich es nicht. Oh mein Gott, Blessing of. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo habe ich die Monster gerade gekillt? Uff. Alter, echt immer dann, wenn die droppen, sehe ich es nicht. Oder hab gerade volles Inventar oder irgendwas. Immer das Gleiche. Tatsächlich, das ist noch ein Blessing of Gottes gewesen. Was ist denn die schlechteste in plus 1? Oh, Crit Chance plus 3. Das hätte mir vor 100 Leveln was gebracht. Circa. Damn.
Aber gut, wieder ein paar CS-Items gedroppt. Die Feather of Hoppy oder was auch immer schmeiße ich mal weg. So. Oh Leute, ich habe die Party auch die ganze Zeit noch auf Level stehen haben. Ich dachte mir schon, irgendwie kriege ich doch extrem wenig XP. Nach 10 Minuten weg, kommen wir wieder rein, könnte derselbe Screen sein. Top Unterhaltung. Danke, Felix. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes machen, aber jetzt habe ich es leider vergessen wegen den CS-Items. Ach, ich habe gerade meine Power-Ups angeschmissen. Ne? Na gut. Ich mache, glaube ich, noch bis 10 nach. Dann gehen wir mal raus. Und dann gucken wir mal, was wir so haben. Das wird nicht viel sein. Weil die Items hier sind nichts mehr wert, leider. Also die NPC-Items sind nicht sehr viel wert. Und ja. Wir haben jetzt vorhin so viel Zeit verplempert mit der Gede und so. Es ist da nicht mehr viel zustande gekommen. Bei CSGO doch auch, dass er der gleiche Screen ist. Lord-Events kannst du doch auch noch ganz ausnutzen. Ich bin in einer leeren Party, da ist es egal, ob Lord-Event läuft oder nicht. Passt schon, Rogue. Passt schon. Aber danke. So. Also ich habe nicht mal 50 Mio auf dem Char. Ich weiß nicht mehr, wie viel der M hatte, aber ich glaube fast gar nichts mehr, weil ich habe es einfach davor rüber getradet. Und dann habe ich ja mit der nicht mehr geleached, weil ich ja 60 Master dann war. Also vor Master habe ich ja das ganze Geld rüber getradet. Und dann habe ich ja nichts mehr verkauft. Das ist das Einzige, was mich an Tower B3 immer abfacken wird, dass man nicht weiß, wo die Monster sind. Die richtigen. Weil einfach alles gleich aussieht. RIP, man droppt auch keine Activation. Damn. Versteht es eh nicht, warum die, oder wie die das ausgewählt haben. Also welche Power-Ups und droppen und welche nicht. Gefühlt übelst random. Dann ist AOE bäh. Ja, es gibt welche beim Einlog-Event. Zwei Stück. Irgendwann mal, oder? Oh ne, es sind nur Refresher heute und Vital dringend, ne? Eine Activation gibt es, glaube ich, sogar nicht mehr. Tja. Ah, die Springboxen wollte ich noch öffnen. Jetzt weiß ich es wieder. Ey, ich sag's doch, immer diese CS-Items und dann weißt du nicht mehr, was du gerade machen wolltest. Ja, und wir haben auch verschiedene Refresher aus irgendeinem Grund. Ah ja, die Springboxen. Uff. Oh, ich habe tatsächlich kein Pot of Love aktiviert. Oder? Nee, doch habe ich. Okay, wir müssen noch irgendwas wegschmeißen. Ich habe genau einen Inventarplatz zu viel voll. Oder ich gebe der einfach kurz hier Pet Food. Ja, oder ich laufe weg. Die haben einmal mit der...
Die haben einmal auf mit der Hand auf die Tastatur gedrückt. Damn. Wahrscheinlich. Nein, ich weiß echt nicht. Also es ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Weil es halt kein Upcut-Stone auch dabei ist, ist schon strange. Wobei Mattes meinte ja, man droppt ja auf Level 150. Das halte ich zwar für ein Gerücht, aber weiß nicht. Manchmal sagt er sogar nicht die Unwahrheit. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube, es droppen in jedem Level immer die gleichen Power-Ups. War ja bisher auch so. Wäre unlogisch, wenn es dann ab irgendeinem Level plötzlich wieder anders wäre. So, wir haben noch 27 Stück. Wedding Ring. Na, das ist eigentlich schlecht, dass wir den bekommen haben. Kann ich nichts mehr aufmachen. Braucht noch jemand Wedding Ring? Hätte wieder einen abzugeben. Hier haben wir noch 21. Ich hasse Openings mit vollen Inventars. Das ist so nervig. Inventars vor allem. Okay, noch 10. Wenn wir jetzt wieder kein CS-Pad bekommen haben, dann holy moly, ey. Dann ist das echt verdammt selten. Na gut, passt erstmal. Wir haben es echt nicht bekommen. Wow. Das ist krass. Wenn es niemand möchte, nehme ich ihn. Wenn du noch keinen hast, klar. Also ich meine, gut, wenn du auch einen hast, ist auch egal. Wenn sich kein anderer meldet, dann passt das schon. So. Mich triggern halt diese ganzen Baruna-Items. Von denen droppt man nämlich gefühlt auch eigentlich am meisten, wenn man sie alle zusammenzählt. Und man kann sie halt eh nicht benutzen. Also, ich meine, gut, kann man natürlich schon, wenn man Baruna-Items hätte, aber davon sind die meisten von uns wahrscheinlich weit entfernt, beziehungsweise da will man ja eigentlich gar nicht wirklich hin. Oder nicht unbedingt. Aber davon droppt man einfach sau viel und ich glaube nicht, dass es wirklich viel wert ist, das Zeug. Weil es wahrscheinlich im Cash-Shop, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich habe nicht nachgeschaut. Aber wahrscheinlich extrem günstig sein wird, sich Baruna-Zeug zu kaufen. Du kriegst wahrscheinlich für einen 5er eine Waffe plus 20. Mit 20 Elle. Wenn überhaupt. Ja, 5er ist wahrscheinlich schon krass übertrieben. Für einen Euro oder so. Das wird keiner ingame großartig kaufen, vor allem nicht für gute Preise. Und selber benutzen, wie gesagt, ist nicht. Wahrscheinlich. Zumindest. Na gut, vielleicht haben wir noch was verkauft. Dann können wir da nochmal eine Shopping-Tour machen. Dann, achso, weil es ist schon 13. Na gut, dann gehe ich mal raus. Und habe ich keine Town-Blink-Wings doch. Okay. Für ein Apfel und ein Ei. Naja, ein bisschen was werden sie schon wert sein, aber theoretisch müssten sie ja deutlich mehr wert sein. Zumindest die Ultimate Blessings. Und ich glaube nicht, dass sie es sind, aber ich kann ja mal nachgucken. Weil das Auktionshaus hier wie immer nicht die besten Preise widerspiegelt. Ich gebe mal Baruna ein. Ja, ne, 5 Mio, 15 Mio. Ja, ne, wirklich nicht. Na gut, okay, Blessings gehen schon wieder eher, 20 Mio. Ja, die Ultimate Blessings 30 Mio, die müssten halt theoretisch 200 kosten. Also theoretisch. Oder zumindest ist doppelt bis dreifache von so G-Products. Naja. Und es sind noch AH-Preise dazu, also die sind wahrscheinlich nicht so verlässlich. Gute Nacht, Boomer Friends. Gehst du pennen, Felix? Kein CSGO mehr, okay. Message angekommen. So. Ah, was haben wir denn hier? Was habe ich eigentlich verkauft? Ich habe noch irgendein Item verkauft.
Blaine Boots. Immerhin 16 Mio. Keine Angst, egal wie viele CSGO-Spieler jetzt schlafen gehen, ich bleib für dich da. Na, Atom ist auch noch da. So, ne, immerhin sind wir schuldenfrei. Andererseits, wenn das jetzt wahrscheinlich erstmal das letzte Mal war. Wobei, ich sag mal so, also der einzige Vorteil von dem Server ist wirklich, man kann sich hier einloggen, eine halbe Stunde spielen und dann einfach wieder was anderes machen. Das ist wirklich ein Vorteil. Muss man wirklich sagen. Aber sonst, wenn es jetzt mit dem PvE-Event nicht läuft, dann nicht so geil. Erstmal. Ich habe sogar noch Petfood eingelagert, lol. Ja, was könnte ich denn verkaufen? Nein, verkaufe ich wieder einen Blaine-Teil. Das ist das Einzige, was halt... Achso, nevermind, den Historic Knuckle. Historic... Alter, 106. Puh. Boah, naja. 5 Mio. Immerhin. Nevermind. Dann weg damit. Dann zack, zack, zack. Das Petfood für das Egg. So. Sehr gut. Hallo, ich habe bei dem Leech noch nicht den Tastaturmodus umgestellt. Ja, wenn so wenig ist es gar nicht, weil ich habe mehrfach Inventar nicht geleert. Also quasi, es war voll und ich habe, keine Ahnung, längere Zeit nicht geleert. Also ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Mal gelernt, hätte aber locker das, also doppelt so oft lernen können. Ja, 50,5 Mio ist nicht schlecht, aber Tower B5 wäre es wahrscheinlich das Dreifache gewesen. So, und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Und dann logge ich mich noch kurz auf dem anderen Helm ein. Weiß nicht mehr, was die alles hatte. So. Ach, jetzt habe ich das Penny ja vergessen. So, 121 Mio. Ja, wie gesagt, immerhin. Boah, das ist so wenig Pet, wo ich pack's jedes Mal wieder nicht. Immerhin ein Headline. Nice. So. Ja gut, das andere können wir jetzt nicht mehr schlüpfen. Terranaut kriegt noch den Wedding Ring. So. Dann könnten wir hier theoretisch das Blessing benutzen. Oder wie viel Prozent hatten denn? 0. Ja. Ja, dann benutzen wir hier mal ein Blessing. Weil der war 1, 3, 3, 3, 1. Level 4 gegangen. Immerhin. 1, 3, 3, 4. Alright, hätte auch 1, 3, 3, 7 sein können. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja, aber der ist gar nicht mal so schlecht. 1, 3, 3, 4 und der Wirkung ist zumindest nicht negativ. Und was war der nochmal? Das hatte der erweckt. Der hatte eine negative Erweckung. 1, 3, 3, 3. Aber der ist jetzt ja theoretisch besser. Wollen wir den nochmal neu erwecken? For the good luck. Wie viel haben wir denn noch? 12 Stück. Uff. Genau. Haben wir noch 4 A-Products. Die können wir noch auf den Ring plus 3 ballern. Hm.
Zack. Not bad. Moment. Ah nein, das war schon das Richtige. Oh, upsie. Puh, ich dachte jetzt kurz, wir hätten den falschen Tiger gecancelt. Aber es ist sehr verwirrend, weil die beide mit 1-3-3 anfangen. Da denkst du immer, das ist das gleiche Vieh. Was hat der? Crit Chance minus 4? Okay, das wäre jetzt nicht mal so schlimm. Ups. STA minus 13, Crit Damage minus 3. Nicht ganz. Ich check halt nicht, warum die hier einen 6. Awake Slot angefügt haben. Ich glaube, das haben die halt legit vergessen. Von Korea. Gut, STA plus 4. Leider STA minus 1. Ach komm, da muss doch jetzt einmal eine halbwegs gute Erweckung drauf. Wie bei dem Nightmare. Ich wünschte, das Nightmare wäre besser. Schon wieder Crit Damage minus 3. Damn. Ich würde jetzt auch nicht alles Kreuz bei dem verschwenden, aber ein paar, zwei, drei Versuche will ich noch machen. 7 Stück haben wir noch. Come on. Ja, okay, lassen wir es. Es ist nichts Negatives. Zumindest nichts wirklich Negatives. Ätzend. Okay. Dann logge ich noch kurz den anderen RM ein und gucke, was wir da haben. Und dann können wir noch kurz auf Channel 1 vielleicht gucken. Oder wir kaufen uns Blaine Parts, je nachdem. Kommt drauf an, wie viel die kosten. Ja, die wird safe nichts mehr haben, weil, wie gesagt, ich habe die vorhin ausgeräumt. Die dürfte noch ein paar 60er-Items wahrscheinlich haben. Die steht, glaube ich, auch noch in Tower B1. Ja. Naja, sie hat legit 200.000 Penya und ein Inventar voller 60 Items. Aber sie hat noch 5 Sachen zum Erwecken. 4 Sachen. Das geht wieder im Verballern. Man kennt's. Stell dir mal vor, so würde ich auf Yggdrasil spielen. Jeden Tag farmen und am Ende vom Tag alles Geld, was ich besitze, für irgendeinen Scheiß ausgeben. Eigentlich wäre es ziemlich lustig, aber es wäre doch komplett sinnfrei. Und es würde halt auch niemals irgendwas funktionieren. Weil aber mit einem gewissen Grad bringt es halt nichts mehr, wenn du mit 4-5 Sachen Upgrades durchführst. Da kann man nur verlieren. Aber an für sich wäre es, also lustig ist es eigentlich schon, jeden Tag. Also quasi mit der gesamten Spielzeit immer zu probieren, sozusagen einen gewissen Fortschritt zu erreichen, den man halt auch sieht. Aber vom Prinzip her ist es Schwachsinn. So, wartet kurz. Außer ganz am Anfang, da kann man es schon machen, aber ab einem gewissen Grad dann nicht mehr. Ja, die hat 3 Mio, also da kommt nichts mehr. Also 120 ist unser Endkontostand. So. Ich finde es halt schade mit der Suit. Ich meine, klar, 495 ist nicht wenig, aber eigentlich, also wenn man bedenkt, man braucht mindestens 10 G-Project und die Lightning-Karten kosten ja auch was, ist es eigentlich nicht wirklich ungerechtfertigt, der Preis. Also eigentlich wirklich nicht. Dementis 1979, danke für den Follow. Uff. Hinten minus 25. Ah. Soll ich den verkaufen? Ah, kann ich eh nicht. Den kann man auch verkaufen. Dann gucken wir mal. Blaine. Das ist wahrscheinlich die gleichen Preise wie immer. Die Hälfte von dem Müll hier ist von mir. Ja gut, okay, für 10 Mio und Blaine Helm kann man schon kaufen. Einen cleanen zumindest. Oh mein Gott, STR plus... Warte mal, lass uns mal den einen erwecken, weil der hat einen STR plus 22 Slot, den könnte man theoretisch behalten und changen. Also auf Dauer ist es billiger wahrscheinlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, stell ich mir vor, das wäre plus gewesen. Oh mein Gott! Gut, okay, das kann man immer sagen, ich weiß, aber
Alter. Alter. Oh, das wäre das Ding gewesen, ey. Das wäre das Ding gewesen. Schade. Der hat eine sehr schöne Erwägung gehabt von den Slots her. Schade. Na, gucken wir nochmal, was so die erweckten Dinger sagen. Also die teuren Items quasi, das teuerste ist von mir. 9 Crit Damage Boots, die waren schon gestern drin. Na, das sind die gleichen, die wollte ich ja gestern auch kaufen. Dann lauter Clean Suits. Ist so ähnlicher weg wie meiner. SDA plus 23. Genau, und dann ist der hier. Ja, komm, den kaufe ich für 25 Mio. Hat einen guten STR-Slot. Und für 25 Mio kann man sich gerade mal 2 kleine Helme kaufen. Passt schon. Ist doch egal, Crit hier. Also es gibt kein Damage-Set für Blaine, für Blade. Und 10 STR mehr oder weniger vom Set-Effekt machen nicht so viel Unterschied. Außerdem kann man mit dem Blaine-Set dann auch Solo-Farmen. Oder besser Solo-Farmen. Also habe ich es zwar nicht unbedingt vor, aber... Wenn doch, dann deutlich leichter möglich als mit einem Daze zum Beispiel. Oder mit einem Vagi-Set. Ja gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch Handschuhe. Dann haben wir jetzt einen guten STR-Slot, einen guten Crit-Damage-Slot, einen guten Crit-Damage-Slot und die Gaunts halt noch, die haben noch keine ATK. Da müsste man theoretisch nur noch changen. Also so 5000 Stück ungefähr, dann wäre das Equip halbwegs gut. Ja. Na, den Helm kann ich wahrscheinlich halbwegs gut verkaufen, aber... Der wird wahrscheinlich auch nicht für sehr viel mehr als 25 weggehen. Wahrscheinlich auch nur 25. Naja. Das mache ich dann morgen. Weil wisst ihr, was wir machen? Aber was heißt morgen? Never mind, morgen werde ich hier wahrscheinlich nicht online sein. Und mit wahrscheinlich meine ich fast 100%ig. Aber wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir investieren jetzt unser Geld. Ich weiß zwar nicht, wie klug das ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Wie viele Plätze habe ich? 7. Ja, passt. B ist frei. Sechs. Das sind eh alle wichtigen, ne? Lightning noch. Aber da haben wir eh nur noch 25. So. Genau. Ja, wir investieren jetzt unser Geld, was ich jetzt noch habe. 85 Mio. Wir machen jetzt Karten-Trade-Ups. Ich habe ja gestern auch, also ich habe heute 150 Mio nur durch, was hat der Ruddy Helm für Stats? STR plus 4 in minus 25. Also ich werde jetzt quasi mein gesamtes Geld, meine ganzen Karten umwandeln, um sie wieder in Geld zu verwandeln. Da kommen wir auf jeden Fall mit Plus raus und ich brauche die Karten ja eh nicht. Außer wenn es nicht klappt. Versteht sich natürlich. Ups. Ja, dann stelle ich die alle ins Aha. Und dann können wir da ein bisschen Mula verdienen. Und dann kann man auf jeden Fall nochmal herkommen und sich ein bisschen am Equipment vergehen, quasi. Aber wie gesagt, so zwischendurch kann man immer mal schon wieder eine halbe Stunde hier spielen oder so. Oder eine Stunde. Und einfach ein bisschen farmen und Equipment upgraden. Sollten die Preise zumindest so bleiben. Kommt natürlich stark darauf an, ob sich die Preise nochmal stark verändern. Wenn wir nächste Woche hier G-Products 200 Mio kosten oder in 2 Wochen, dann... Dann natürlich nicht mehr.
Ich glaube tatsächlich, so schlimm wird es nicht, weil die Leute, die wirklich heftig upgraden, kaufen sich es einfach aus dem Cash-Shop. Und die, wo es wirklich droppen, die verkaufen es ja einzeln. Dadurch wird der Preis auf jeden Fall unten gehalten. Und außerdem glaube ich jetzt auch nicht, dass hier noch so viele Leute, keine Ahnung, krass upgraden werden von denen, die jetzt noch nicht heftig reingecashed haben. Also werden die wahrscheinlich auch nicht so eine krasse Nachfrage danach haben. STR plus 4 in minus 25 und STR plus 4, glaube ich. Das war wahrscheinlich vor dem Waffen-Rework. Oh, nevermind. Ach so, klingt logisch, hat er mir in Erinnerung, dass alle Von V Von das Dazed-Set tragen. Das war wahrscheinlich vor dem Waffen-Rework, als ich alle Waffen 50... Genau. Na, Days trägt man nur, wenn man unbedingt Crit braucht, was auf dem Server natürlich nicht der Fall ist, weil du eben mit so viel Power-Ups rumläufst, die so viel Decks geben, dass du das nicht nötig hast. Oder benötigst, besser gesagt. Nötig hast, klingt immer so negativ. Okay, wir kriegen von jeder 9 Stück, oder was? Es ist jetzt ein Going Trend oder was? Wenn es blöd läuft, reicht unser Inventory Space genau wegen einem Platz mal wieder nicht aus. Aber dann kann man diese Refresher, die mich da oben anlachen, wegschmeißen. Hauptsache bei Feierkarten klappt es mit Abstand am wenigsten. Ja, es kann sein, ich bin seit ca. 8 bis 9 Jahren raus aus Flife, also safe nicht up to date. True. Lol. Die Party wurde aufgelöst. RIP. Ups. Ups. Erwecke jetzt ein paar Plane-Teile, nice. Good luck. Ach, come on. Alter, das klappt jetzt einfach gar nicht mehr. Okay. Ja, da müssen jetzt diese Refresher hier dran glauben. Aber ich, alter Sparfuchs, gönn mir natürlich die 8400 Penya dafür. Und die Electric-Karten fehlen noch. Werden es wieder 9? Yes. Sehr gut. Okay, im Schnitt haben wir immer 9 bekommen. Außer bei Volcano und Lightning. Aber gut, Lightning haben wir jetzt gerade nur 25 umgetauscht. Und Wind waren es 8. Also nur zweimal nicht 9. Not bad. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken, weil die kann ich jetzt nicht alle als 9er Stacks ins Auktionshaus stellen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Da habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Weil die wenigsten Leute werden sich 9 Landkarten kaufen. Oder 9 Feierkarten auf einmal. Aber die B-Karten braucht die Alte ja auch wieder zurück. Ach. Wieso sind doch nichts wert? Naja, aber es geht ja um die Leute, die es kaufen. Und nichts wert stimmt tatsächlich nicht. Die sind verdammt viel wert, wenn man bedenkt, dass die einfach so rumliegen. Und man, wie man sieht, sie sich einfach kurz schnell herstellen kann.
Ich meine, gut, ich habe sie jetzt 3 Tage lang aufgehoben. Aber das sind jetzt wahrscheinlich so 500 Mio. Knapp. Und 500 Mio ist nicht wenig, also... Not bad. Wenn die Steuern nicht wären, dann hätten wir uns auch nochmal locker mehr leisten können. Also hätten wir safe 300, 400 Mio mehr gehabt. So. Genau, ich kann es euch ja zeigen. Ich muss noch kurz mein Inventar wieder sortieren. Die 7er kommen weg. Und die B-Karten kommen wieder hier hoch. Genau. Passt. Dann noch kurz einlagern. Die Fire- und Lightning-Karten tue ich natürlich nicht komplett weg. Also Lightning hebe ich mal 3 auf. Weil wir schon einen Sockel haben. Und Fire hebe ich mal 4 auf. Ja. Der Rest kann weg. Warst du eigentlich im Dramnook? Nee, ich bin auch erst Level 77. Und ich habe keine Party. Aber ich könnte dem Typ dann joinen. Stimmt, das könnten wir noch kurz machen. Ups. Genau, also 7%. Prozent. Ja, so viel hatte ich auch ungefähr. Genau. Also es sind natürlich die ganzen Trash-Karten. Lol. Volcano 20 Mio each. Habe aus 120 Lightning 4, 8 Lightning 7 bekommen. Ja, ist so ungefähr der Schnitt. Hatte ich auch. Das heißt, ich stelle jetzt mal 4 für 17,5 rein. Und dann nochmal 3 für 17,5. Wäre nice, wenn ihr mich jetzt nicht direkt unterbietet. Falls ihr auch gerade upgradet. Und Lightning-Karten, ich weiß nicht, die kommen mir halt so krank überteuert vor, weil die sind ja null seltener. Also es sind legit genauso selten wie alle anderen. Deswegen weiß ich nicht, der Preis kommt mir so krass vor. Ich denke mal, die werden einfach nur die ganze Zeit gekauft, logischerweise. 49 ist schon ziemlich viel. Ich glaube, ich hatte gestern für 30 drin. Mache ich mal 2 Stück für... Mach jetzt einfach mal 39. Ich will ja auch, dass es weg ist. Oh! Ach so, ich habe gar nicht genug Penya. Ich habe die anderen auch gar nicht reingestellt. Upsi. Ja, und die Party ist, by the way, anscheinend voll. Oder auch nicht. Okay, er lädt mich einfach nur nicht ein. War ja klar. Alright, dann nicht. So. Dann nochmal. Also 17,5 haben wir gesagt. Und machen wir 3 für 120. Und nochmal. Machen wir natürlich jetzt erstmal die wertvollen. Alle werden wir nicht reinkriegen. Machen wir mal Wind. Kostet 40. Schon eher realistisch. Machen wir mal 4 Stück für 35. Und nochmal 4 Stück für 35. Also wie gesagt, ich stelle es jetzt absichtlich ein bisschen günstiger rein, weil ich halt auch will, dass es weg ist. Also ich habe keinen Bock, dass sich hier die Gebühren zahlen und die Dinger dann nicht verkauft werden. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann auf dem Server. Weil ich hätte mal wirklich das Geld nicht unbedingt zu verschenken. Fire für 28. Dann machen wir 3 mal für 24. 2 mal.
Und dann ist unser Geld echt ziemlich gut weggegangen. Genau, dann haben wir noch zwei Plätze. Und da machen wir dann... Gucken wir mal, welche von den A-Karten am meisten wert ist von den dreien. Wahrscheinlich die Land. Ja. Wait, Land ist... Was? Was, Land ist mehr wert als Fire? 30 Mio? What the fuck? Machen sich doch viele Leute einen Tank. Machen wir 5 Stück für 25 und 4 Stück für 25. So. Ja, und wenn das gekauft wird, haben wir 1 Milliarde. Wenn das gekauft wird, haben wir 1 Milliarde. Einfach nur durch Karten aufheben. Plus Extras. Wird wahrscheinlich nicht passieren, dass alles gekauft wird. Weil ich weiß nicht, wie realistisch die Preise sind. Vor allem bei den Lightning-Karten. 40 Mio each ist schon ganz schön teuer. Ich glaube, selbst das ist noch ziemlich teuer. Aber vielleicht wird es gekauft. Und jetzt kriege ich noch einen Party-Invite 50 Jahre später. Okay, weird. Tja, aber so dringend auf so dringend auf Membersuche, dass er sogar mich eingeladen hat. Das ist schon ganz schön belastend. Und dann hoffe ich mal, dass er nicht den Stream guckt. Oh, Ansicht. Aber ja, wie gesagt, die Karten, die bringen richtig fett Geld. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil 2 CS-Pets hat ja mittlerweile eigentlich fast jeder. Oder auf jeden Fall kann sich jeder theoretisch kaufen. Und ja, ich meine, die Karten, jedes Mob droppt eine B-Karte. Quasi. Also ist ja wirklich so. Und entsprechend dachte ich ja, dass die Karten echt ziemlich wertlos sind. Aber wahrscheinlich traden die echt auf 10% Karten hoch, ich weiß nicht, es dürfte eigentlich gehen. Ich hatte immer noch keine 10 7er oder A-Karten, dass ich es ausprobieren konnte. Zwei Lutzaka Crystal Axes incoming. Ich mache normales Lutzakas. Na, mal gucken, vielleicht werde ich auch gekickt aus der Party, bevor ich fertig bin. Wer weiß. Bei den Feierkarten hast du auf jeden Fall reingelackt, würde ich sagen. 128 zu 12. Probier mal, ob du... Also, du sollst es nicht machen, aber guck mal, ob du A-Karten reinziehen kannst. Also ob du auf S-Karten trade-upen könntest. Geht? Ja, okay, dann sind sie deswegen so viel wert. Das dachte ich mir schon. Das wäre der einzige logische Grund, warum sie so viel wert sein sollten. Weil sonst wird es überhaupt keinen Sinn ergeben, dass die Lightning-Karten so ultra teuer sind, weil die ja wirklich nicht selten sind. Aber schon S-Cards im Shop gesehen? Ah, okay. Ich noch nicht tatsächlich. Und im Auktionshaus auch noch keine. Ja. Ja, aber die werden auch nicht so viel wert sein. Könnte man theoretisch auch selber auf 10% Karten uptraden. Man sieht ja, wie schnell man 10 7er bekommt. Man muss halt mal eine Woche farmen und dann kann man sich locker mal 1 bei erstellen. Gut, so locker ist es dann vielleicht auch nicht, aber wenn man sich noch ein paar 4er-Karten zusätzlich ankauft und vielleicht sogar ein paar 7er-Karten, dann sollte das eigentlich schon gehen. Muss man halt ein bisschen intensiver farmen, nicht nur 2 Stunden am Abend. Aber ja. Dann ist das Rätsel gelöst. So. Jetzt habe ich natürlich die falsche Karte drin.
für Dramnuk. Aber jetzt schon 20.000 HP, das sollte sich ausgehen. Der obligatorische Dramnuk-Run vor dem Wechsel zu CSGO. Ja, so ähnlich. Na, wird heute nichts mehr mit CSGO. I'm sorry. Aber es macht auch nicht wirklich Sinn, eine Runde zu spielen. Da verkackt man eh, weil man eine Woche über zwei Wochen nicht mehr gespielt hat. Und dann, ja. Außerdem bin ich tatsächlich echt müde geworden, muss ich sagen. Hat man vielleicht auch gemerkt. Aber vorhin das mit dem Umloggen. Und der Anfang, wo der Stream nicht ging. Man denkt's nicht, aber es zerrt auch ein bisschen an den Kräften. Sowas. Es war doch sowieso von Anfang an klar, dass kein CS kommt. Eigentlich habe ich es mir heute tatsächlich wirklich überlegt. Jetzt sagst du aber das ist einfach schwierig. Am Morgen, wie gesagt, kommt wahrscheinlich kein Stream. Und mit wahrscheinlich meine ich eigentlich hundertprozentig keiner. Und genau, dann Donnerstag mal gucken. Da kommt vielleicht sogar auch keiner. Vielleicht. Muss ich mir spontan überlegen. Aber Donnerstag, wie gesagt, da ist es halt immer so ätzend, wenn ich am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen muss. Und ich meine, ich bleibe zwar meistens trotzdem zu lang wach, selbst wenn ich nicht streame, aber es ist trotzdem noch was anderes. Weil der Stream deutlich kräftezehrender ist, als wenn ich nicht streame. Warum nicht Just for Fun ein bisschen Lucky Master Dram machen? Das hat nicht viel mit Glück zu tun. Ich habe keine 30.000 AP, also ich kann keinen Hit überleben. Unmöglich. Es geht nicht. Ich kann keinen Hit überleben. Vor allem nicht mit Level 75. Also ich habe jetzt gerade 21.000. Nö. Kannst du komplett vergessen. Ich habe 22.000. 24.000. Nicht mal ansatzweise genug HP, um einen Hit zu überleben. Little Lucy, danke für dein Follow. Meine Freundin, I guess. Mate. Geht immer. Sagen die Australier auch zu jedem. Genau. Also HP-technisch geht es sich nicht aus. Aber am Wochenende, wie gesagt, streame ich auf jeden Fall und dann wird wahrscheinlich Flife sogar ein bisschen in den Hintergrund rücken. Zumindest bei einem Stream. Also wenn wir dann mit der Switch anfangen, es lohnt sich natürlich auch nicht wirklich die Switch rauszuholen und dann nur zwei Runden zu spielen für 20 Minuten. Ja. Aber das sehen wir dann. Und Leberwurstinator 3000, danke für dein Follow. Wieso kann ich diese Power-Ups, die 24 Stunden halten, nicht alle aktivieren? Bei mir geht nur eins. Hast wahrscheinlich andere Power-Ups aktiviert, die das blockieren. Also wenn du vorher so eine Karte aktiviert hast, eine von den vieren, und die läuft gerade, dann gehen die anderen Tränke nicht mehr. Also du musst erst die 24-Stunden-Dinge aktivieren, dann erst alles andere. Sonst geht's nicht. I hope Lusaga's sword drop from Khan. Do you need one? I don't need one. You could have it, if you want. Oh my god. Lucky Springbox? No. Unlucky Springbox. He's not playing the new server, man. He tried, but he already uninstalled. At least he claimed that he has. Kannst du mir ein Lusaga's Bow klar machen? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann es probieren. Also ich werde safe keinen droppen, aber ich... Yeah, I can try. Aber okay, dann zwei normale Lusaga-Exes incoming.
Also mein bester Drop ist ein Vant? Ich weiß gar nicht, was war mein bester Drop? Ja, ich habe keine Ahnung. Nichts Cooles auf jeden Fall. Ich glaube, es war gut. Es war eine gute Entscheidung, dass wir heute das letzte Mal hier spielen. Es war eine sehr gute Entscheidung. Also, ich weiß nicht. Muss man das noch kommentieren? Also, ich weiß nicht. I need. I'm sorry, man. I just dropped two-hand Lusaka swords. How is that even possible, man? I dropped three swords and three axes and one wand. And I don't even know how that is even possible. Ich war nicht mal im Drop-Bereich, oder? Doch, ich war im Drop-Bereich. 77. Ich dachte, ich bin 75, lol. Droppt einfach die zwei besten Waffen und sagt, heute ist letzter Tag. Die kann ich jetzt gar nicht mal mehr ins Auktionshaus stellen, weil beide voll sind. Oder habe ich noch was verkauft? Nee. Na gut, vielleicht bei den Karten. Die könnten relativ schnell weggehen, wenn sie tatsächlich günstig sind. Heavy Sword. I'm sorry, man. Fast. Immerhin zweimal die gleiche Waffe. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache keinen Dramdruck mehr. Oh, lol, wir haben den Tiger nicht S-Klasse gemacht. Löwe meine ich natürlich. Oh, wir haben tatsächlich. Alter, zieht euch das rein. Okay, zieht euch nicht rein. Ach komm, machen wir erst den. Ja, wobei, passt schon. So schnell verdient man 225 Mio. Aber gut, die Earth-S-Karten sind wahrscheinlich auch heavy requested. Weil man ohne die unmöglich Yggdrasil farmen kann. Und Yggdrasil braucht man für ein Guild War. Zumindest gewisse Klassen brauchen Yggdrasil für ein Guild War. Na, Bix. Oha. Big Sword für 20 Mio, let's go. Direkt zweimal für 17 reinstellen. Nice. Damn, jetzt haben wir tatsächlich wieder Geld. Ich wollte eigentlich aufhören. Ja, mit dem Spross können wir noch kurz was upgraden. Dann gib mir mal. Gib mir mal den Helmet. Oh, wobei für das Geld. Why is Flife sending you money? I sold something in the. From the. I don't even know what's the English word for it. Vendor. I sold something from the vendor. And. Oh, ich habe keine Ori auf der. I sold something from the vendor and when you get the money out of the vendor, then Flife sends it to you. So it's a system message. That's why it's Flife as a. Moment. Yay! Zweites Teil plus 4, let's go. Auction House? Oh, alrighty, Auction House. Heißt es wirklich Auction House? Also jetzt ohne Scheiß gibt es ja kein anderes Wort dafür. Wow. Manchmal ist Englisch einfach zu einfach. Da denke ich mir, es gibt das krankeste Wort dafür und dann. Nope. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür noch ein anderes Wort gibt. Der heißt Vendor im Englischen.
Ja, der Typ heißt Vendor, aber Auktionshaus heißt ja nicht Vendor auf Englisch. Uff, der ist echt eins gegangen. Autsch. Haben wir noch ein Blessing? Ich habe vorhin eins benutzt, ne? Aber ich habe doch, glaube ich, noch eins. Aber Auction House heißt Auktionshaus. Aber gibt es wirklich kein anderes Wort? Damn. Eins habe ich noch. Das gute alte Level 3. Aber hey, besser als nichts. Sieht zumindest cool aus. Moment mal, kommen die Sterne von dem Lion? Lol. Ey, ich hatte sogar schon mal einen Superheldlein, das ist mir noch nie aufgefallen, dass der Stern... Macht das das Nightmare auch? Tatsache. Huh. What the fuck? Alter, ohne Scheiß... Es ist mir noch nie in meinem Leben aufgefallen, dass S-Pets solche komischen Sternefunkel-Zeugs unter sich haben. Und wenn die laufen, ist es hinter denen. Wow. Das wusste ich legit nicht, what the fuck. Noch nie aufgefallen. Damn, ich hatte schon so viele S-Pets. Puh, ganz schön belastend. Aus deiner Party und Film meine, ich habe nicht mal eine Party. Schon seit 2 Stunden nicht mehr oder so. Auktionshaus auf Englisch. Auction House. Lingue, da muss es doch noch was anderes geben. Auction House, Auction House. Auction House. Auctioneer? Okay. Ich bin in einer Party? Ach, nevermind, stimmt, ich bin dafür Dramlock in einer gejoint. Ups. Es gibt echt kein anderes Wort. Wow. Ich bin geflasht. Was man nicht alles auf Speedservern lernt. Auktionier sollte der Auktionär sein. Ja, ja, ist ja wie Vendor quasi. Hm. Damn. Wieder was dazugelernt. Ich dachte echt, da gibt es noch ein anderes Wort dafür. Oder halt einen Fachbegriff sozusagen. Genau, da wollte ich noch nach Augmentation gucken. Dann haben wir das nämlich schnell erledigt. Dann machen wir das auf Channel 1. Da gibt es immer eine. Ja, aber jetzt nochmal irgendwie 10 einzelne Sachen zu kaufen, komm. Eine Auction Scroll vor allem. Eine Augmentation und dann ist weg das Geld. Hab's nicht mitbekommen, warum ist heute der letzte Tag nochmal. Weil Fleisch scheiße ist und er sein Leben sinnvoll nutzen will. Verständlich. Nee, das ist ja auch nicht der letzte Tag für immer von dem Server. Aber ich weiß halt immer noch nicht, was das Event ist. Und ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall das im Auge behalten. Und wenn ich auf Lord Pang spiele, habe ich auch gesagt, kann man hier definitiv mal für eine Stunde oder so reingucken. Weil man hier halt in der Stunde wirklich effektiv auch was erreichen kann. Im Gegensatz zu jedem anderen Fleisch-Server, wo man in der Stunde eigentlich nichts erreichen kann. Genau, also das wird auf jeden Fall bleiben, aber täglich werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr spielen, weil es einfach zu viel Zeit frisst und wie gesagt, ich meine, wenn das Event nicht mal stattfindet, also keine Ahnung, man weiß einfach gar nichts, finde ich halt schon ein bisschen lächerlich. Leute, verkauft Cake Earrings. Rings. Also ja, ich verstehe es halt auch nicht, warum die das nicht einfach posten. Ist halt ein bisschen weird. Oder dass es kein NPC dafür gibt, ich habe keine Ahnung. Bin Pen, haut da rein. Hoven Bra, hau rein. Ja, würde es auch gerne wissen. Eben. Und solange man es nicht weiß, ich meine, wie gesagt, ich würde jetzt noch 121 machen, aber das kann ich ja jederzeit machen. Das ist ja kein Drang. Ist ja auch nicht schwierig. Und dauert auch nicht lang. Von dem her kann man das, wie gesagt, jederzeit machen. Oder in kleinen Schritten auch.
Dachte, den Server gibt es nur 30 Tage, 3 Monate. Immer so ein Struggle bezüglich Free-to-Play-Sachen. Wie meinst du Free-to-Play? Weil es nicht Free-to-Play ist. Amply. Damn. Orks. Hier, der hat Orks. Oder auch nicht. Ich habe einen Disconnect. Nee. Er hat keine Orks mehr. Ach, als ob es auf jeden Tag jemand Orks verkauft. Ist doch nicht dein Ernst. Every single day stand hier so ein Typ und hat Augmentations verkauft und kein Mensch hat sie gekauft. 40 Millionen, die MTC kosten. Alter, das leckt wie Sau auf Channel 1. Du kannst nicht mehr in die Shops gucken. Server down? Nee. Das leckt einfach nur wie Sau. Also, auf Channel 1. Wer spielt denn bitte freiwillig auf Channel 1? Holy moly. Du kannst nicht mal in die Shops gucken, so krass leckt es. Ich meine damit, dass man diesen Treasure Hunter als Free-to-Play auch gut hinbekommen kann, wenn du eher an GW gerichtet wärst, würdest du an Cashen nicht vorbeikommen. Ach so. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich verstehe es halt nicht. Warum posten die das nicht? Ich meine, ja klar, der Server ist zu 90% auf PvP ausgelegt. Es geht um die Single-Stats, es geht um die Gildenwertungen. Okay, aber deswegen können sie es doch nicht einfach nicht posten. Vor allem das mit dem PvE-Zeug, das hätten sie ja schon gleich am Anfang posten können. Server 2 aber auch gerade. Ah, okay. Ja, dann wäre jetzt ja eh Schicht im Schacht gewesen. Ja gut, es gibt keine Augmentations. Das ist natürlich blöd. Sind die G-Products noch da? Aber jetzt habe ich wieder nicht genug Geld. Die für 18 Mio, die sind safe weg, ja. Aber hier wären 10 Stück, dann kaufen wir uns die einfach nochmal. Dann haben wir noch 65 Mio, dann machen wir S-Pro. Die waren jetzt hier überall für 30 Mio. Ja, hier sind sie auch für 30 Mio. Hier. Okay, dem gebe ich kein Geld, der sieht krass aus. Der braucht das Ganze hier nicht, außerdem hat er auch teurere Preise. Okay, wir haben 2 Versuche, 2 Parts auf plus 4 zu bringen. Die Gauns sind zwar nicht wirklich gut, aber... Na, wobei kommen die Gauns, lassen wir es. Da finden wir noch bessere. Oh. Wenn dann schon die Boots, da haben wir schon reingechanged. Come on, plus 5. Oh, du hattest deine Augmentation, Terranord. Oh, stimmt, hast du vorhin schon mal gesagt, ne? Na, passt schon. Will sie dir nicht wegnehmen. Danke, Asmir. Achso, die G-Products sind noch in der Post. Ah. 65 ATK Blaine Gowns. Wo? Ich habe hier kein Geld mehr, kann ich mir nicht kaufen. Vielleicht schaffen wir ja 4 Sockel. Oder keinen. Oder keinen. Oh mein Gott, 3? Oh mein Gott. Oh. Alter, wenn es nicht mal 3 geklappt hätten. Oh mein Gott. Jetzt haben wir wenigstens unser altes Jut wieder. Habe ich gerade erweckt? Oh. Na gut, aber 65 ADK muss ich sagen, wir haben jetzt auch noch einen Ticken zu wenig. Oh mein Gott, ich dachte jetzt echt kurz, das sind 10 Fails. Also jetzt, als es gestartet ist und 3 Fails hintereinander, dachte ich mir schon so, oh mein Gott. Das wäre es jetzt gewesen, Alter, stell euch das mal vor. Oh. Na gut, dann haben wir wenigstens unsere alte Suite wieder. Genau. Jetzt müssen wir halt die, also unsere alte in Anführungszeichen, besser. Dann müssen wir die alte halt nur, also die richtige alte müssen wir jetzt nur verkaufen. Für einen halbwegs guten Preis, dann haben wir auch wieder Geld. Passt. Okay.
Genau. Na gut. Also wie gesagt, ich werde, also auch für die Leute auf YouTube, die es vielleicht noch nachgucken, es nervt mich immer so, selbst wenn du es sagst, es bringt eh nichts, wird es trotzdem jeden Tag wieder gefragt werden. Aber ja, also ich werde hier nicht quitten, ja. Ich behalte es jetzt mal im Auge, was mit dem Event ist. Ich spiele jetzt die nächsten zwei Tage, also streame ich wahrscheinlich eh nicht die nächsten zwei Tage. Also, ja, würde ich jetzt so oder so nicht spielen. Also ich spiele hier eigentlich nur im Stream auf dem Server. Und werde es jetzt mal im Auge behalten, was jetzt mit dem PvE-Event ist. Wenn nichts weiter kommt, wird der Server halt erstmal nicht mehr so aktiv gespielt. Also werde ich eher wieder meine Action auf Playpark auf Lord Peng verteilen. Oder meine Aufmerksamkeit auf Lord Peng legen. Und zeitgleich natürlich das Event auf Yggdrasil farmen. Also das muss ich unbedingt wieder machen. Vor allem wegen den Sets. Also ich brauche auf jeden Fall so eine Suit. Also wenn ich sie schon nicht selber bekomme, was sehr unwahrscheinlich. Also ich werde sie safe nicht bekommen. Aber ich will sie mir auf jeden Fall kaufen für einen vernünftigen Preis. Und genau, also ich werde auf jeden Fall auf Yggdrasil farmen, das Event. Und auch auf Lord Peng. Das heißt, ein Arcanist, den ich mir hier vielleicht noch machen werde, das wird auf jeden Fall jetzt nicht jetzt sein. Das wird wahrscheinlich dann in einem Monat oder so vielleicht sein. Und also vielleicht mache ich es auch gar nicht, wenn ich keine Zeit habe. Mal gucken. Genau. Und wie gesagt, wenn ich auf Lord Peng spiele oder auch streame, ist ja egal, dann bin ich ja eh direkt hier. Also ich meine, dann kann ich mir innerhalb von Millisekunden einloggen. Dann ist es ja kein Problem, dass man mal rüberschaut, auch auf den Server hier. Ja, aber grundsätzlich interessiert mich hier eigentlich nur dieses PvE-Event. Also ich wollte den Start auf jeden Fall wie immer miterleben. Also ich habe jetzt jeden Server-Start immer mitgemacht, weil es einfach immer wieder interessant und lustig ist. Aber wie gesagt, auf Dauer ist der Server ja eh Schwachsinn, weil er ja sowieso offline geht. Also ich meine, das war ja jedem von vornherein klar. Und das heißt, ich will jetzt hier auch nicht mehr Zeit verbringen als unbedingt nötig, weil es halt einfach nichts bringt. Ja. Es ist lustig, es macht Spaß, dieses Equip zu upgraden und so, aber es ist halt, es bringt halt nicht wirklich was. Vor allem, wenn das PvE, wenn jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, gar nicht veröffentlicht wird, was es überhaupt ist. Beim Dunkeln tappen will ich dann auch nicht. Also ich will jetzt nicht den ganzen Tag Dungeons farmen, nur um am Ende festzustellen, dass doch nur die fünf besten Farmer oder die Leute mit den fünf meisten Quest-Items von den Dungeons am Ende gewinnen oder so. Und sie haben es halt einfach noch nicht reingeschrieben, dass die fünf besten sind. Also darauf habe ich auch keinen Bock. Und deswegen, wie gesagt, abwarten und Tee trinken und das Ganze im Auge behalten und hier und da mal wieder eine Stunde hier drauf spielen oder so. Just for fun, ein bisschen das Equipment weitermachen und so. Wenn die Preise sich nicht großartig verändern, ist es ja durchaus möglich. Pets leveln ist eh geil. Und ja, genau. Dann habt ihr auf jeden Fall die Info. Ich habe es jetzt mal im Video und im Stream gesagt. Es wird mich trotzdem, sobald ich wieder auf einem anderen Server streame, kommt sofort die Frage, was ist mit Meteonica. Aber ich habe es jetzt zumindest mal gesagt. Und ja, dann wissen es zumindest ein paar Leute, wie es weitergeht jetzt erstmal die nächsten Wochen. Zumindest live-technisch. Und am Wochenende, wie gesagt, dann auch endlich die Switch. Sollte es funktionieren und auch wieder Counter-Strike wahrscheinlich. Jan, was geht ab? Was ist das eigentlich für ein Server? Meteonica, Speed-Server. Dazu gibt es über 24 Stunden Videomaterial auf meinem Kanal. Kannst du dir gerne angucken. Also nicht die vollen 24 Stunden, aber da wird auch auf jeden Fall oft erklärt, was der Server ist. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke an alle noch, die zugeguckt haben. Sorry, dass ich heute ein bisschen, naja, schlecht drauf war. Aber, naja, gab auch mehrere Faktoren dafür. Von denen her, wie geht's jetzt eigentlich mit Meteonica weiter? Ja, musst du morgen arbeiten? Heute? Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Heute ist nur Schule. Zum Glück. Naja, aber wie gesagt, dann war's es jetzt erstmal. Bis die Tage. Macht's gut rein. Danke fürs Einschalten. Gute Nacht wünsche ich euch. Und wir sehen uns. Viel Spaß noch, wer hier noch weiter spielt auf jeden Fall. Also ich will jetzt hier niemandem die Stimmung versauen. Also spielt auf jeden Fall weiter, wenn ihr Lust drauf habt. Aber wie gesagt, das mit dem, dass der Server offline geht, das war allen von vornherein klar. Also da, also man sollte sich nicht schön reden. Es ist halt einfach so, dass der Server nur temporär ist. Genau. Und das wusste ja jeder von Anfang an. Habe ich ja auch oft genug gesagt. Genau. Also dann macht's gut rein. Gute Nacht wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Gute Nacht.